Hoffe, jetzt ist alles in Ordnung. So, Fabi musste mir gerade nochmal helfen, hat er versehentlich den Stream angemacht. Aber der Stream war nicht an, weil ich das YouTube-Fenster noch nicht auf hatte. Und dann hat sich das mal da eben dazwischen geschaltet. Alleine, selbstständig. Und jetzt musste ich hier noch ein bisschen rumbauen. Deswegen musstet ihr jetzt einen kleinen Moment warten. Also, ich hoffe, ihr seht mich alle. So, wir haben den Samstag, den 2.10.2021 und es ist 20:01 Uhr und ich begrüße euch herzlich zum regulären Samstags-Livestream. Freue mich, dass ihr alle da seid. Aktuell 32 sehe ich gerade. Ja, ich bin natürlich wie immer scheiße vorbereitet. naja, kann passieren, ne? Gut, also ich weiß nicht, wer jetzt nachträglich nochmal die Videobeschreibung und die Überschrift gesehen hat. Ich verlose auch heute ein bisschen von dem Futter, worüber wir heute sprechen. Also dann mein neues Premium Basic Gel. Heute habe ich jetzt noch keine Reactions gesehen, aber auf Discord. Aber gestern sind die ersten angekommen. Und diejenigen, die sich gemeldet haben, waren begeistert, beziehungsweise deren Viehzeug. wie es jetzt bei den anderen aussieht, weiß ich nicht. Da ist noch keine Reaktion gekommen. Na, ich meine, ich würde mich natürlich freuen, wenn da ein paar Feedbacks kämen. Ja, ich meine, ich habe es ja nur bei mir ausprobiert und da fehlen natürlich, ich sag mal, mehr Feedback. Ne? Also im Meerwasser hat super funktioniert, im Süßwasser hat super funktioniert bei mir. Und ansonsten mal sehen. Ja, da wäre ich so ein bisschen auf euch angewiesen. So, wir begrüßen ein neues Kanalmitglied, den Ingo. Ich freue mich sehr über deinen Support und heiße dich herzlich willkommen im Club. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr in den Shop mal wieder reingeguckt habt. Aktuell heute, vielleicht zufällig, rein zufällig. Ich habe, bevor ich mit dem Futter anfange, zwei neue Artikel reingesetzt. Wobei einen davon kennt ihr schon. Ich gehe jetzt mal in den Shop. So, wer schon mal drin war, hat ihn auch schon mal gesehen. Er weiß, wie es aussieht. Und na, ach so, ich muss, da muss ich hin. Hallo, ja. So, und da seht ihr unten die beiden neuen Artikel. Ich habe immer noch keine Bilder. Ja, ein bisschen komplizierter, als ich das vorher gewohnt war, weil die Warenwirtschaft liegt auf dem Server. Also nicht mehr auf dem Rechner, sondern auf dem Server, damit man von mehreren Stellen aus drauf zugreifen kann. Das bedeutet, dass ich erst immer die Bilder hochladen muss und also ein bisschen mehr Aufwand als sonst. Aber das wird schon. So, ihr seht, dass ich Eisenoxidpulver drin habe. Ihr seht, dass ich einen neuen Bodengrundzusatz drin habe und beide Artikel im Moment zum Einführungspreis diesen Monat mit 20% Rabatt. Wer Interesse hat, ja, mein Eisenoxidpulver kennt ihr alle. Ich habe es jetzt extra, weil man kommt ja mit den Mengen, die man über Amazon kauft, 100 Millionen Jahre aus. Ja, deswegen habe ich das jetzt in kleinen Mengen abgepackt. Ist zwar, ich sag mal,
für mich arbeitstechnisch natürlich irgendwo eine Katastrophe. Aber naja, aber mit 50 Gramm, da könnt ihr also schon ordentlich, da könnt ihr auch schon also locker mal eben 1000 Liter Becken mit Eisenoxidpulver versehen. Aber, Moment, wo bin ich denn hier? Das zweite, das Grow Power Additive, das sind 250 Gramm, ist also eine viel größere Packung. Da in diesem Additive, also das ist ein Bodengrundzusatz, den ihr schwerpunktmäßig da ins neu eingerichtete Becken, also bei der Neueinrichtung direkt unter den Bodengrund macht. Also im Prinzip genau wie das Eisenpulver auch. Und hier ist schon Eisenpulver mit drin. Ja, also da ist das Eisen schon mit drin. Da ist ein Aktivator mit drin. Jetzt keine Zuckerlösung oder sowas. Ja, also auch kein Zucker und so. Also da ist ein Aktivator für organische Langzeitdünger. Ja, der schließt diesen Dünger quasi auf. Und wie ihr euch jetzt schon denken könnt, also es ist auch etwas Dünger schon mit drin, ja, dass ihr so ungefähr die ersten 3 Monate, also wahrscheinlich, also zumindest im Bodengrund, nicht zudüngen müsst. Ja, also konkret schon fix und fertig. Ja, und ja, also nicht irgendwie noch Sand und so ein Zeug als Füllstoff mit dabei, natürlich nicht. Das ist also nur pur all die Sachen, die quasi für die Pflanzen zusätzlich zum Bodengrund gebraucht werden. Also das enthält natürliche Mineralien und Spurenelemente, ja, die also mineralisch gebunden sind. Das heißt, die müssen erst aufgeschlossen werden. Ja, dafür ist dieser Aktivator mit da drin. Der sorgt eben dafür, dass diese Spurenelemente und Mineralstoffe sich peu à peu lösen. Und die sind die sind über Jahre aktiv, ja. Und was habe ich vergessen? Ihr könnt, wenn ihr das benutzen wollt, ja, mit Sicherheit nicht uninteressant, also man braucht da sehr, sehr wenig von. Ja, ich sag mal, was haben wir hier stehen? Ich glaube ungefähr einen gestrichenen Esslöffel. Ja, gut, dass ich auf die Entfernung. Ich habe nämlich noch keinen Handzettel davon gemacht. Was hatte ich da? Ich kann das schlecht lesen. Also ich meine, einen Esslöffel oder einen gestrichenen Esslöffel voll auf die Fläche von so einem 60 cm Standardbecken. Ja, das kann man sich ja dann selber hochrechnen. Ja, ich habe extra diese Standardbecken angegeben, weil das ja doch das mit Abstand verbreitetste Aquarium überhaupt ist. Ja, das heißt also, mit diesen 250 Gramm kommt man auch Ewigkeiten hin. Ne? Aber ich denke da auch dran, dass es also auch Leute gibt, die große Aquarien haben. Und im Moment wollte ich noch nicht mehrere verschiedene Packungsgrößen anbieten, weil der Shop bzw. die Warenwirtschaft legt dann also zusätzlich zu diesem Shop-Artikel, legt er also nochmal jede Variation einzeln an. Ja? Beziehungsweise muss ich einzeln anlegen. Ja? Das ist ein bisschen nervig, die ganze Geschichte. Aber wie gesagt, im Moment erstmal nur diese eine Größe und wie gesagt auch diesen Monat zum Einführungspreis mit 20% Rabatt. So. Ja, okay. Das wäre das. Ich habe es jetzt schon mal angesagt, damit ich das nicht vergesse.
Ja, also ich habe das weder im Discord bis jetzt angegeben, noch woanders. Also bis ihr seid jetzt quasi, ja, quasi die Ersten, die das erfahren. Und ja, ich denke mal, für den einen oder anderen, der vielleicht in nächster Zeit sein Becken neu einrichtet, überlege gerade, ob ich euch nicht ein kleines Angebot machen möchte, was ihr nicht ablehnen könnt. Also mir fehlt noch ein Bestandteil davon, das ist also noch nicht da, ist aber bestellt und ist quasi unterwegs. Also wer jetzt also morgen ein neues Becken einrichtet, dem kann ich natürlich nicht helfen und vielleicht auch die ganze Woche noch nicht. Ja, also auf jeden Fall, ja, vielleicht schon, ich kann nicht sagen, wann es ankommt. Ich mache folgendes Angebot. Allen Kanalmitgliedern, ja, jetzt ganz gezielt Kanalmitgliedern, ja, auch wenn das vielleicht meinen anderen Abonnenten gegenüber nicht ganz fair ist, aber ich sag mal, ich muss auch ein bisschen an mich denken. Allen Kanalmitgliedern, die ein neues Becken einrichten wollen, jetzt diesen kompletten Monat, mache ich das Angebot, dass ich eine 250 Gramm Packung davon kostenlos zuschicke. Kostenlos, ja, also quasi als Sponsoring mit der einzigen Bedingung, dass ich Feedback kriege, ja, wie ihr damit klargekommen seid und wie es ob's funktioniert, ja, und am besten Feedback per Mail. Ja, also wie gesagt, ich meine, mittlerweile habe ich ja so ein paar Kanalmitglieder. Wir sind, weiß ich nicht, aktuell, glaube ich, irgendwie bei 75 oder so. Das sind ja schon nicht wenige. Ne? Wenn ich das Angebot jetzt hier meinen 4.300, was weiß ich, Abonnenten machen möchte oder würde, das kann mich ganz schnell den Kopf kosten. Weil das wäre, wenn dann 5% oder 1% davon kommen, sind das 43 Anfragen und die würden mich finanziell schon schwer belasten. Ne? Deswegen also allen Kanalmitgliedern. Ne? So, aber wie gesagt, diesen Monat, also Monat Oktober 2021, ne? Nicht das, wenn sich einer, was weiß ich, im halben Jahr das Video anguckt, dass er dann sagt, oh, in diesem Monat, alles klar. Nee, also jetzt diesen Monat, Oktober 2021. So, dann, ich weiß nicht, wollt ihr das nochmal durchlesen, was da steht, dann könnt ihr quasi unten einfach nochmal einen Moment lesen. Ihr seht ja mein Gesicht, wer es denn überhaupt noch sehen kann. Dann machen wir heute eine Verlosung parallel zum Thema. Ja, es geht ja heute um mein Premium Basic Gel, das neue Gelfutter. Verlosen möchte ich gerne heute, wie es in der Videobeschreibung steht. Jetzt muss ich selber nachgucken. Was steht denn da überhaupt drin? Was steht denn da überhaupt drin? Genau, vier. Also einmal die... Jetzt gehe ich doch wieder aufs Große. Ich glaube, jetzt haben es alle gelesen. Einmal die Standard 90 Gramm Dose
Ja, mit Schraubdeckel. Aktuell noch was. Ob das dauerhaft bei diesem Deckel bleibt, weiß ich noch nicht, weil die ist mir einfach definitiv zu teuer, die Dose. Ja. Also eine Dose davon und viermal die Probiergröße. Also könnte, weiß ich nicht, könnte lesen, die 40 Gramm Probiergröße. Also viermal und einmal die 90 Gramm Dose. Okay, wisst ihr schon mal Bescheid? Voraussetzungen für die Teilnahme. Das habe ich auch unten in der Videobeschreibung stehen, falls jemand das gerne nachlesen möchte. Und zwar folgende Voraussetzungen: Dieses Video bitte liken, meinen Kanal abonnieren, wenn das nicht schon passiert ist. Einen Kommentar unter das Video packen, unter den Stream nachher, also wenn das beendet ist, vorher geht ja nicht. Und im Kommentar muss drin stehen, will ich haben. Ja, will ich haben. Muss drin vorkommen. Ja, egal ob du schreibst, ich habe gerade einen Porsche gesehen, den will ich haben. Ja, nimmst du trotzdem dran teil, weil eben will ich haben Teil deines Kommentars ist. Ja. Also es müssen diese drei Worte will ich haben drinstehen. Und dann nehmt ihr quasi automatisch an der Verlosung teil. Die Verlosung wird voraussichtlich stattfinden nächsten Samstag. Das werden wir wieder wahrscheinlich hier live machen. Ja, so wie beim letzten Mal auch. Ne, also das Programm läuft hier parallel grundsätzlich oder die Seite habe ich hier parallel immer offen. Und dann, wie gesagt, damit sich keiner da benachteiligt fühlt, ja, das machen wir das einfach live. Guck mal. Und gleich hat sich ein neues Kanalmitglied gemeldet, und zwar der Björn. Willkommen im Club. Freut mich sehr. Freut mich. Vielen Dank für deinen Support. Ja, und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch mal Werbung für unseren Discord-Channel machen. Ja, also wer Fragen hat, die ich aus welchen Gründen auch immer im Stream nicht beantwortet habe, nicht beantworten konnte, aus Zeitmangel überscrollt oder wie auch immer, kommt in den Discord-Channel. Ja, also einmal der Zugang. Der Zugangslink ist unten, also als Dauereinladung ist unten in der Videobeschreibung oder hier also rechts im Chatfenster kommt zwischendurch immer mal na, wie heißt er? Der Streambot. Und da ist dann auch hin und wieder der Zugang zum Discord-Channel drin. Ja. Ja, so, das dazu. Das dazu. Jetzt muss ich hier wieder mein Fenster aufmachen. So. Mein Mädchen, mach mal schön Platz. Mach mal schön Platz. So. Das war Neues bei mir. Jetzt werde ich nicht euch noch mal kurz mit dem Handy. Ja, okay. Schade, das Bild. Ich habe es ein bisschen vergrößert. Das ist also jetzt nur die Gorgonie, die da zu sehen ist. Ich habe es ein bisschen vergrößert, aber die Bildqualität scheint mir nicht so perfekt zu sein. Aber müssen wir jetzt erstmal mitleben. Jetzt gehe ich einfach mal hin und werde ein bisschen von dem, mein gut, ich habe jetzt auch Filtrierer Premium, habe ich zwar jetzt auch ein kleines Probierpäckchen hier, das möchte ich aber jetzt nicht aufmachen. Deswegen kommt jetzt eine kleine Portion
Premium Basic Gel ins Meerwasser Aquarium. Ups. So. Beim letzten Mal, als ich letzte Mal gemacht habe, ist die Gorgonie erstmal richtig aufgegangen. Kurz danach. So, da bin ich ja mal gespannt, was sie diesmal macht. Ja, ganz hinten seht ihr, also nur so schattenmäßig, seht ihr noch das Affenhaar, das Briareum. Ja, also von einigen gehasste Pflanze, von anderen geliebte Pflanze. Ich mag sie. Ja, die gibt es auch in quietschegrün. In quietschegrün muss ich die also auch noch haben. Auf jeden Fall, weil das ist eher, also hier sieht sie eher braun aus. Was ihr also auch auf dem Bodengrund seht, ja, dass der Bodengrund ist also aktuell nicht mehr weiß, sondern er wird braun. Ja. Und ganz typisch die Kieselalgenphase. Ja, ganz normal, machen wir uns keinen Kopf drüber. Ja, das Futter, da ist ein bisschen eine Kamhaut auf dem Wasser. Deswegen kommt das jetzt nicht so gut ins Becken. Auch die Lederkoralle davor ist heute viel breiter auf als beim letzten Mal. Na, seht ihr die? Ja, auch die Polypen da sind ganz schön offen. Ah, hier bei den Krusten davor mit den grünen Spitzen. Da sieht man schon eine Reaktion auf das Futter. Ach, guck mal, da hinten fliegen die Krusten rum, die sich da von dem einen Stein, von dem, beim Transport von dem Ablegerstein gelöst hatten. Also guck mal, die Lederkoralle, wie schön die jetzt offen ist. Ne? Und ich sag mal, die ist, sag mal, die hier auf dem Bild sieht sie relativ groß aus. Die hat also eigentlich nur so ein Durchmesser von grob 5 cm. Ist also jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber die wächst ja. Und das können ja Riesenlatschen werden. Ne? Aber es ist eine wunderschöne, hat so gelblich-grüne Tentakelspitzen. Guck mal da. Also es ist ein bisschen Wasserbewegung, muss ich unbedingt noch ein bisschen erhöhen. Ja, da kommt noch die richtig fette Pumpe rein, also aus der gleichen Serie. Und die liegt da vorne noch im Karton neben der Tür. So, jetzt gucken wir mal, was die sagt. Komm schon. Also sehr viel Kontakt ist, Reaktion ist noch nicht. Aber ich sag mal, früher, so in den 80er, 90ern, da gab es ja auch schon so Futter für Meerwasser, also für Korallen und sowas. Und da war meine Erfahrung, egal welches Produkt ich da hatte, hast du das ins Becken reingestreut. Dann gingen erstmal alle Tiere zu. Ja, also die gingen einfach alle zu. Ne? Und das ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Ne? Sieht man ja. Ne? Also die Gorgonie hat die Polypen offen. Gut, die können noch ein bisschen weiter aufgehen. Die Lederkoralle, die Polypen, die gehen normalerweise nicht viel weiter auf. Aber ich sag mal, da bin ich also ganz zufrieden, so wie das da aussieht. Ne? Mal abgesehen davon, dass die Kieselalgenphase jetzt im Moment mit Macht kommt. Interessant ist, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht, ich habe ja hier die beiden RGB-Lampen, die hintere, die scheint konstant, auch mit der Speicherfunktion, das scheint zu funktionieren. Das heißt, da ist eigentlich im Moment permanent nur das weiße Licht an. Also RGB, also alle Farben. Da ist erstaunlicherweise wenig Kieselalgen. Und die hier vorne,
Die spinnt total rum. Da scheint der Speicher nicht so richtig zu funktionieren. Also es ist mir jetzt schon das zweite Mal passiert, als ich hier reingekommen bin, auch gerade. Da hat die Farbwechsel gemacht. Ne? Immer blink, blink, andere Farbe, andere Farbe, andere Farbe. Hier ist die Kieselalge viel stärker gekommen. Viel stärker. Ja, ob das jetzt an dem, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich habe erst gedacht, der Rotanteil, aber der ist ja, bei Weiß ist der ja auch voll an. Ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste man ergründen, woran es liegt. Naja, auf jeden Fall. Ich denke mal so, in ein, zwei Wochen ist die Kieselalgenphase also auch vorbei. Ja, also links, ganz links am Rand sieht man ja auch noch eine Zoanthus, eine Krustenanemone, dass die schön offen ist. Ne, trotz des Futters. Also wie ich schon gerade sagte, das sah also früher völlig anders aus. Ja, ich denke mal, es liegt einfach an der Top-Zusammensetzung, die das Futter hat. Eben kein Getreide, keine Füllstoffe, also wirklich nur ehrliches Futter. Ja. Gut, mit dem Gemüseanteil können die Korallen jetzt nicht ganz so viel anfangen, aber der ist ja auch nicht so riesig. Ja, was haben wir da? Wie viel Prozent Gemüse? 7,7%. Ja, und Spirulina, das können sie wahrscheinlich eher gebrauchen, 2,8%. Das ist ja auch nicht wenig, ne? Das ist nicht wenig. Ja, und also die Gorgoni sieht einfach super aus. Die macht sich absolut klasse. Ja. Noch irgendwas dazu zu sagen? Hinter der Gorgonie, das ist ja links unten am Fuß der Gorgonie, ist ja ein Biohome-Brick, also hier so ein größerer Ultra, ne, wie heißt der? Ultra, ne? Da habe ich die ja angeklebt und dahinter, also da sieht man nur so links oben so ein Zipfelchen gucken, da steht so ein kleiner Stein, also nochmal ein kleiner Ablegerstein mit Zoanthus. Die haben von Anfang an rumgezickt, die wollten überhaupt nicht aufgehen. Und jetzt fangen die an, tatsächlich auch aufzugehen. Ja, also von daher bin ich also eigentlich voll zufrieden, also absolut voll zufrieden. Ja, also mit den Tieren, mit dem Zustand. Ja, und das scheint also für die Tiere, also die Verhältnisse, also echt gut zu sein. Jetzt habe ich allerdings, hätte ich vielleicht vor der Fütterung mal gucken sollen, ob da noch welche von den Copepoden zu sehen sind. Ja, es sind auch noch Copepoden drin. Ja. Also von daher funktioniert auch das, ja, dadurch, dass eben kein Abschäumer dran ist, kein Fließfilter, keine UV-Anlage. Ja, dadurch bleibt auch das Plankton am Leben. Ne? Also was will ich mehr? Das ist Meerwasser-Aquaristik pur, ja? Ohne halt da die ganzen wertvollen Dinge durch Technik rauszumatschen. Ja? Also, wenn es der Eiweißabschäumer nicht rausholt und dann holt es der Fließfilter raus, wenn es der Fließfilter nicht rausholt, weil es zu klein ist, dann macht es die UV-Anlage kaputt. Ja, und das will ich einfach nicht. So, jetzt gucke ich einfach mal, ob von euch schon irgendwelche Sachen da sind. Ein paar Infos. Matthias, hallo an alle. Joachim, ich habe das PO4 mit der Stahlwolle probiert. In 24 Stunden ist der Wasserwert von 0,6 auf 0,2 gesunken. Eisen von 0,1 auf 0,2 gestiegen. Ja, ist doch perfekt. Mehr willst du doch gar nicht. Ne? Aber ich musste feststellen, dass das Wasser ganz leichte Trübung hat. Ist das eventuell von der Fettigkeit der Stahlwolle oder hätte ich sie erst auskochen müssen? Nein,
Nein, das ist völlig normal. Das passiert also sehr häufig dabei. Und zwar liegt das einfach daran, dass eben auch bei der Umwandlung der Stahlwolle, das ist ja Eisen pur quasi, ja. Und da entsteht also auch Eisenhydroxid. Ja, und dieses Eisenhydroxid, das sorgt für die Trübung. Ja, das gibt die milchig-weiße Trübung. Aber dieses Eisenhydroxid bindet sich genauso ans Phosphat. Und sobald du die Stahlwolle wieder rausnimmst, kurz danach ist die Trübung verschwunden. Ja, das ist nichts Schlimmes, hat keine negativen Auswirkungen auf Wasser oder Tiere oder Pflanzen. Ne? Überhaupt nicht. Also das ist eine relativ normale Reaktion. Ist auch nichts Schlimmes. Ja? Ne? Sieht zwar in dem Moment nicht ganz so toll aus, aber ist relativ typisch. Julian ist da, Danny ist da, Honda, Frontosa. Kann ruhig jeder sehen, dass ich den Kanal abonniert habe. Guten Abend. Ja, warum sollte man es auch nicht sehen können dürfen? Ne? Ja nicht. Ist das eine Schande oder gibt es da irgendwelche Gruppen, die sagen, du bist Abonnent von dem? Ja, aber das sieht ja keiner. Ne? Das sieht ja kein anderer. Außer, ich meine, wenn du Kanalmitglied bist und jemand guckt hier in den Chat rein. Das sieht man, ja? Ja. Also bei mir seid ihr alle, also alle Kanalmitglieder sind grün und haben dieses schräg gestellte S daneben in verschiedenen Farben, je nachdem, wie lange man schon Kanalmitglied ist. Das also die Farbe richtet sich ausschließlich, also nicht nach dem Status, sondern ausschließlich nach der Länge der Mitgliedschaft. Matthias ist da, David. Die Vivian ist auch da. Das ist doch schön. Henning, Anuschka. Und jetzt habe ich irgendwas weggescrollt. Moment, Moment, das da. Der Björn. Angie. Der Uwe. Die Ute, Frontosa, hatten wir gerade schon mal. Thunderfrog ist da, Duffy ist da, Franz. Und kein Durchblick. Anuschka hatten wir gerade, glaube ich, schon. Carsten, Anita, Daniel, Wenzhang Hao, alle. Wan Chong Hao. Ich kann kein Chinesisch. Proxima, YouTube zeigt mir heute rein gar nichts an. Hallo miteinander. Was zeigt YouTube nicht an? Also wir haben 50 Likes, wir haben allerdings dagegen auch 5 Dislikes. Das heißt, wir sind wieder bei 90%. Ich habe gesehen, dass also im Moment sehr viele meiner Videos im gelben Bereich sind. Das heißt, da sind über 10% Dislikes. Das finde ich nicht schön. Wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn ihr da mal einfach mal guckt und das vielleicht wieder gerade biegen könntet. Ist nur ein Gedanke, ja. Also jetzt, ich will hier keine Manipulation vorschlagen. Herwi, hallo zusammen. Hallo Achim. Mund TV am Samstag. Ja, schön. Der Jürgen, Onkel Slayer ist da. Björn, ui, ein Glückstag heute für mich. Aha, warum? Herwi, ich beiße an, Joachim, habe noch ein neues Becken stehen. Das würde ich gern einrichten. Du hast oder du kennst meine Mailadresse. Schreibst du mich kurz an und ich brauche natürlich auch deine Anschrift. Ne? Oder du kannst natürlich auch, kannst dich im Shop anmelden. Ja, kostet ja nichts. Und dann schreibst du mir eine Mail, also ohne dass du es kaufst, schreibst du mir eine Mail und dann kann ich aus dem Shop quasi deine Anschrift, deine Lieferanschrift rausholen. Oder du machst es per Mail, wie du Bock hast. Ja. Und Rosa Joachim, würde mich brennend interessieren, ob das auch im Tanganyika-Becken geht, beziehungsweise gut angenommen wird. Was ist mit Großbarschen? Ist das für die auch geeignet? Du redest jetzt wahrscheinlich vom Futter, ne? Dieses Futter,
Also würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Hauptfutter für Trophäus oder andere Munas nehmen. Also da eher dann für quasi fleischfreie Karnivore, ja, oder vorwiegend karnivore Fische. Ja, ich meine, auch wenn man es hin und wieder mal verstehe ich ja gar nicht, Christian, was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Hat sich doch nichts verändert. Du hast den gleichen Status wie vorher. Ah, aber trotzdem freut mich, dass du da bist. Klasse. Ja, wie gesagt, das Futter ist schwerpunktmäßig für omnivore oder karnivore Fische gedacht. Aber wenn man hin und wieder mal den Trophäus gibt oder so, dann ist das auch nicht schlimm. Ja. Es ist ja nun mal auch ein pflanzlicher Anteil drin. Aber ich überlege mal, ob ich demnächst nicht das Futter auch für überwiegend pflanzliche Fresser. Ja, ich meine, hier die Trophäus sind ja auch nicht hundertprozentige Pflanzenfresser. Ja. Aber die sind halt überwiegend herbivor. Ja, und entsprechend, wenn ich dann quasi so eine Version für überwiegend herbivore Fische mache, wird auch ein kleiner Anteil fleischliche Kost drin sein. Vielleicht kein Fisch, vielleicht dann nur irgendwo irgendwelche Garnelen oder Käfer oder was weiß ich, sowas in der Art. Aber auf jeden Fall wird da auch noch eine Gelfutterversion für überwiegend herbivore Fische kommen. Ja, aber da fehlt mir im Moment, ich sag mal, die Kohle für die Rohstoffe. Und das Problem ist, die muss ich extra für mich anfertigen lassen. Ja, und da muss ich gucken, wie weit das jetzt natürlich eine zusätzliche finanzielle Belastung wird. Ob ich da mit dem Preis noch klarkomme. Ja, muss ich gucken. Ist ein Rechenexempel. Ich habe noch keine Preise, der hat mich wohl vergessen oder was. Aber das wird schon. Der Uwe, da muss ich meine Frau fragen, ob ich noch ein Becken bekomme. Warum fragen? Du wohnst da. Du bringst wahrscheinlich die Kohle nach Hause. Da fragt man doch nicht. Da sagt man, pass mal auf, mein Mädchen, da in der Ecke, das gefällt mir so nicht, da muss ein Aquarium hin. Man kann darüber diskutieren, ja, man kann da einen Konsens schaffen, aber doch nicht fragen. Ja, da wird ein Kompromiss geschlossen. Ja, du sagst, da muss ein 3-Meter-Becken hin. Deine Frau sagt, nein, da kommt überhaupt kein Becken hin. Ja, du sagst, okay, ich bin ja durchaus bereit, auf 2,70 Meter zurückzufahren. Und dann sagt sie, ja gut, so ein Nanobecken passt ja überall noch hin. Und dann nähert man sich an und dann kommt ihr dann nachher gemeinsam auf 1,50 Meter raus und alles ist top. Ne? Ja. Oder ich habe anderen auch schon öfter damals in meinem Geschäft, die quasi auch so kamen, ja, muss ich fragen und so. Oder ich habe keinen Platz, ja, oder oft kam dann einfach, ich habe keinen Platz. Dann habe ich vorgeschlagen, man möge mich doch einfach mal zum Kaffee einladen und danach ist Platz für ein Aquarium. Definitiv. Okay. Laufente, Bernie, Angebot kommt geplante 1 bis 1,5 Jahre zu früh, aber trotzdem, Joachim, echt klasse. Ja, super, danke. Tanja, guten Abend, Mücke ist da. Björn, ich habe gerade mit der Dichtigkeitsprüfung durch, da gebraucht gekauft, Wurzelwässer seit gestern, habe nur noch ein paar Fragen später im Q&A-Teil. Ja, Q&A ist ja hier permanent. Danke für das tolle Angebot. Feedback gibt's gern. Ja, und schön, dass du jetzt Kanalmitglied geworden bist. Das ist klasse.
Jürgen Zombie, kann ich auch, also Jürgen, kann ich auch einen Teil Regenwasser mit ins Becken geben? Wir haben hier an der Küste extrem hartes Wasser. Aber selbstverständlich. Ja, Regenwasser, wenn möglich, nicht, wie sagt man, den ersten Strahl nehmen. Also das erstmal quasi vom Regen erstmal quasi, was in der Luft so sich befindet und auf den Auffangflächen, ja, Dach, was weiß ich wo. Ja, dass da erstmal die ganzen Ablagerungen sich kurz abregnen können, abwaschen können und dann das quasi das saubere Wasser, wenn es geht. Ja, ich meine, es gibt natürlich, ach guck mal, da fliegt eine große Anemone, spielt Fallschirm. Was wollte ich denn jetzt sagen? Dass die, ja, so einige haben halt so Auffangdinger, weiß ich nicht, so Klappen oder was die da drin sind. Und die fangen irgendwie automatisch das Wasser auf oder was. Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie steuern kann. Ja, ein super Chat vom Christian. Rundfunkbeitrag hier freiwillig für Samstags Abendunterhaltung. Ja, dankeschön. Ja, supi. Von Proxima. Ein super Sticker. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, freut mich sehr. So, was haben wir denn? Ja, also wie gesagt, Regenwasser, überhaupt kein Problem. Also da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, oh, um Gottes Willen, kein Regenwasser, man weiß nicht, was drin ist. Ja, also wenn man sich da unsicher ist mit dem Regenwasser, ja, dann, was weiß ich, Regenwasser in der Tonne auffangen. Und quasi eine kleine Pumpe dranhängen oder einen kleinen Filter, Aktivkohle rein und dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, dann wird also alles, was giftig ist oder schädlich ist, wird dann von der Kohle rausgeholt. Ne? Also nur zur Sicherheit. Also ich persönlich hätte da wahrscheinlich überhaupt keine Bedenken. Wir sind ja nicht mehr in den 50er, 60er Jahren, ja, wo also gerade hier im Ruhrgebiet, ne, du kannst ja kein Haus weiß anmalen, ne? Das war ja nach ein paar Wochen schon wieder schwarz. Ne? Das ist ja heute alles nicht mehr. Frontosa, ich hätte mal eine Frage zum Futter. Auf der Internetseite steht, dass es auch gut für Garnelen ist. Was wird dort gepusht? Nichts wird gepusht. Das ist einfach die Zusammensetzung. Also absolut auch für Garnelen geeignet. Allerdings jetzt kein. Ja, ich habe manchmal gelesen, dass empfohlen wird, dass die Garnelen besonders eiweißarm ernährt werden sollen, ja, halte ich für blödsinnig. Erstmal, Garnelen sind Allesfresser. Die kommen mit allem klar. Ja, und wenn ich gesunde Garnelen haben will und ich erwarte von gesunden Garnelen, dass die auch sich vermehren. Ja, eine Garnele, die gesund ist, vermehrt sich. Außer das Becken ist hoffnungslos überbesetzt und die haben intern quasi so ein, was weiß ich, Hormone oder was weiß ich, die quasi dann bei Überbesatz die Vermehrung unterdrücken. Keine Ahnung, wie es genau funktioniert und ob es funktioniert, aber das hört man ja öfter. Also ansonsten, gesunde Garnelen vermehren sich auch. Ja, und dafür brauchen sie Eiweiß. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auch der Chitinpanzer wird quasi aus Eiweißstoffen produziert und das geht nicht ohne Eiweiß. Ne? Ich habe also sogar vor 2 Tagen oder 3 Tagen, weiß ich jetzt nicht genau, war ich in einem Shop, weil mich jemand gefragt hat, was ich denn von dem und dem Futter halte. Ich will das jetzt nicht namentlich nennen, aber da habe ich ein hoffnungslos überteuertes Garnelenfutter gefunden, also in Anführungszeichen Garnelenfutter. Das hatte ein Eiweißgehalt von unter 10%. Ja, da war massenhaft Getreide drin und eigentlich fast nichts Tierisches. Damit kann man keine Garnelen ernähren. Ja, also selbst Manus nicht, die ja doch einen großen Teil der Nahrung aus Algen gewinnen, also beziehen. Ne? Oder überhaupt, wenn es, aber auch Amanos sind Allesfresser, die können alles verwerten. Ja? Also du wirst nicht erleben, dass eine Amano an zu viel Eiweiß
kaputt geht. Ne? Und um das auch, selbst wenn du Angst davor hast, dann gehst du einfach hin und sorgst dafür, dass also immer Blätter drin sind. Ja, Gurkenscheibe, Möhrenscheibe, Bananenscheibe, was auch immer. Ja, kannst auch überbrühten Kohlblätter nehmen oder überhaupt überbrühten Kohl. Ne? Und also so blanchiert. Ne? Und eigentlich fast, was du willst, solange es nicht giftig ist. Ne? Es kann immer drin sein oder sollte auch immer drin sein, damit also die Tiere quasi auch ihren Kohlenhydratbedarf decken können. Ne? Und ansonsten fressen die ganz normal. Ja? Schmeißt einen toten Fisch rein und lass mal sehen, wie schnell die Garnelen sich denn weggeknallt haben. Ne? Also das ist, wie gesagt, von der Zusammensetzung einfach nur, ich meine, wer sich die Zusammensetzung mal hier durchgelesen hat, also die einzigen Stoffe, die ich nicht prozentual deklariert habe, sind die Geliermittel, die natürlichen Geliermittel, die hier drin sind, ja, auf pflanzlicher Basis. Und weil, ich meine, man sieht, Moment, ja, wer es wissen will, die liegen definitiv unter 4,9% und über 2,8%. Ja, also in dem Bereich bewegen die sich alle drei. Und ich meine, die sind so um die 3%. Ne? Wer es genau wissen will, kann man sich ja ausrechnen. Ne? Die sind alle in gleicher Menge drin. Ne? Also wer es partout wissen will, rechnet sich das einfach aus. So bleiben nur ein paar Prozente über. Ne? Also es ist alles, was drin ist, angegeben. Alles. Ne? Da ist auch nichts versteckt drin. Ja, was also nicht in der Zusammensetzungsliste steht, ist alles angegeben. Ne? Gut. Nee, also pushen will ich mit dem Futter nicht. Ja, warum sollte das? Das ist ein Futter, ja, das ist. Ich will damit nicht erreichen, dass die Viecher besonders schnell wachsen oder verfetten wie bei Rinderherz oder so, sondern ihr seht ja auch an der Zusammensetzung, dass da also kein Warmblüter-Eiweiß drin ist. Ja, das ist also alles entweder Fisch oder Insekten bzw. Krebstiere. Ne? Also wirklich nur leicht verdauliches Eiweiß und Fette natürlich entsprechend. Und es sind keine zusätzlichen Öle und Fette drin, ja, wie bei den meisten anderen Futtermitteln, ja, die also auch theoretisch Altöl sein könnten. Ja, ich habe heute Nacht noch mit jemand sehr intensiv diskutiert. Ja, hatte mal wieder, da ging es mal wieder um, nee, da ging es um Fressnapf-Hausmarke. Ja, ach, das wäre so toll, da sind so viel Insekten und so viele tolle man muss sich einfach die Zusammensetzung mal richtig lesen. Ja. Was da für ein Mist drin ist. Adam, hallo aus Mülheim. Ich habe seit längerer Zeit Probleme mit Pinselalgen und weiß nicht mehr weiter. Habe betroffene Pflanzen schon entsorgt, aber die Algen befallen immer wieder neue Pflanzen. Ja, Pinselalgen, da habe ich mein Top-Video, also mein meistgesehenes Video überhaupt, da geht es um Pinselalgen. Und da zeige ich oder versuche ich zu erklären, woher Pinselalgen kommen und wie man sie beseitigen kann. Und zwar ohne Chemie, ja? Ohne irgendwelches Easy Carbo oder irgendwelches anderes Mistzeug, ne? Womit man ja nur Symptome behandelt. Mein Weg ist der biologische Weg und das ist der einzige, der also auch nachhaltig funktioniert. Ja, also mit irgendwelcher Chemie, ne, kannst du sie vielleicht beseitigen, aber die kommen wieder. Ne? Deswegen ist das garantiert nicht der richtige Weg. Ja, Pinselalgen, ich weiß nicht, wer ist denn hier heute Ach, der Alex ist da. Der Alex. Oh, herzlichen Glückwunsch an deine Frau. Kannst du oder ist noch jemand anders da? Wer ist denn noch da? Ich glaube, der Alex ist der Einzige, ne? Kein Axel da, kein Dieter da. Was
Was habe ich denn heute falsch gemacht? Ja, dann. Moment, vielleicht kann ich das ja selbst eben machen. Vielleicht kann ich das ja selbst eben machen. Nein, 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 nein. Das will ich jetzt gar nicht. So, einmal. Inselalgen, da ist es. Linkadresse kopieren. Na komm. So, müsste jetzt drin sein. Müsste drin sein. Ich hoffe, es ist drin. So, das muss so. Das muss so. So, okay. Also, ja, ist drin der. Also ganz unten ist der Link zu dem Pinselalgen-Video, weil das wäre meiner Meinung nach jetzt ein bisschen zu umfangreich, das Thema, um es jetzt hier mal eben abzuhandeln. Mein Ansatz ist da die Filterung und die ist fast immer Problem oder Ursache für die Pinselalgen und nicht wie oft in irgendwelchen Foren oder bei anderen YouTubern mittlerweile behauptet wird, das hängt mit dem Eisen im Wasser zusammen. Ja, also das ist völliger Unsinn. Ja. Das ist mal wieder ein Mythos, der von irgendwem in irgendeinem Forum vermutlich verbreitet wurde und dann immer öfter zu hören und zu lesen war, weil jeder schreibt von dem anderen ab und dann irgendwann war es eine Fake-Tatsache. Also völliger Unsinn. So. Ja, Frontosa geht schon in die Richtung. Frontosa, also nicht umgebaut, das sind Originalschirme drin, genau. Das ist an den Jürgen. Jürgen, Jürgen. Jürgen. Laufwände. Frage: Ist in dem Meerwasserbecken nur Leitungswasser? Ja, da ist nur Leitungswasser drin. Kein Osmosewasser. Ja, und Salz natürlich. Also Leitungswasser mit Salz. Björn, hallo Joachim, ich verfolge seit einiger Zeit deinen Kanal, bin gerade am Vorbereiten des Wiedereinstiegs ins Aquaristik-Hobby und hätte noch ein paar Fragen. Da ich mich für die Diffusionsfilter-Leitmethode interessiere, kommt als Bodengrund nur eine 5 bis 8 cm Sandschicht oder auch eine 1 cm Nährbodenschicht unter dem Sand ins Becken. Also normalerweise habe ich das bisher so gehandhabt. Ach, jetzt habe ich irgendwas weggeklickt hier. Jetzt habe ich irgendwas weggeklickt. Kleinen Moment. Also wenn ich bisher ein Aquarium eingerichtet habe, dann habe ich unter den Sand immer eine hauchdünne Schicht Eisenoxidpulver drunter gemacht. Ja, ist jetzt auch in meinem Shop zu finden. Ich sag mal vernünftige Bindegrößen. Und jetzt habe ich also einen Bodengrundzusatz entwickelt, weil ich oft danach gefragt wurde nach einem Bodengrundzusatz.
und ich persönlich von Zoll ja so überhaupt nichts halte, ja, weil Zoll einfach unkontrolliert ist. Ja, am Anfang gibt es viel zu viele Nährstoffe ab und nach einem halben Jahr lässt das nach, ist dann quasi nichts mehr drin. Ja, und dann matscht dieses Zeug am Wasser rum, unkontrolliert, ja. Das matscht an deinem Wasser rum, ohne dass du da Einfluss drauf hast. Ja, und das halte ich einfach für absolut indiskutabel, dieses Ganze. Und dann ist dieses Zoll natürlich unendlich teuer. Ja, deswegen habe ich mich jetzt also auch dran gemacht, also einen Bodengrundzusatz zu schaffen, der eben nicht hoffnungslos überdüngt ist und der im Prinzip nur sinnvolle Inhaltsstoffe hat. Ja, und zwar ist zur Erhöhung der Eisenzufuhr etwas Eisenoxidpulver drin. Dann ist da ein natürliches Mineralien- und Spurenelemente-Pulver mit drin. Und es ist ein Aktivator mit drin. Ja, das sind diese etwas groberen Bestandteile, die da drin sind. Und davon braucht man so pro, also ungefähr für die Fläche eines 60 cm Standardbeckens, ungefähr so ein Esslöffel, den man quasi da über die Fläche verstreut. Und man nimmt dann, macht man natürlich dann schwerpunktmäßig da, wo auch später die Pflanzen hinkommen. Ja, wenn ich genau weiß, ich will vorne alles frei haben, da brauche ich da keine Nährstoffe drunter zu packen. Ja, das wäre ja völliger Blödsinn. Ne? Also wenn du nicht weißt, wo die Pflanzen hin sollen, dann kannst du natürlich den ganzen Bodengrund, ne, und aber ein Esslöffel pro 60 mal 30 cm Fläche, das ist natürlich nur ein Hauch. Ne? Das ist kaum eine zusammenhängende Fläche, die da entsteht. Ja, es geht im Prinzip nur darum, dass der Bodengrund schon mal ein Grundbestand an Nährstoffen und Spurenelementen und Mineralien enthält. Und wie gesagt, es ist auch ein klein wenig Dünger schon mit drin. Ja? Und zwar ein organisch gebundener Dünger, der dann durch diesen Aktivator auch mit aktiviert wird. Ja, und für die ersten ungefähr 3 Monate quasi den Bodengrund schon mal mit Nährstoffen versorgt, ohne dass das Wasser damit großartig kontaminiert wird. Ja, kontaminiert. Ja, also da wird nicht nennenswert im Wasser feststellbar sein. Ja, also da, das war mir jetzt ganz wichtig, dass also da nicht unkontrolliert die Wassersäule mit aufgedüngt wird. Ja. Natürlich wird ein bisschen auch ins Wasser diffundieren, ganz klar. Das bleibt natürlich nicht aus. Ja, guck mal, die Gorgonie ist doch schön offen. Die sieht doch richtig klasse aus. Ich stehe auf diese Gorgonien, also einfach nur Hammer. Ja. Und nachher, wenn das Becken richtig schön eingefahren ist und ich auch meine Planktonkulturen habe, dann kommen hier auch die bunten Gorgonien rein, die also keine Algen eingelagert haben. Hier diese Gorgonie, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, die hat Algen eingelagert. Ja, das ist eine karibische Gorgonie. Ja, in der Karibik gibt es ein paar Gorgonienarten, die eben Algen eingelagert haben. Und das ist ausschließlich in der Karibik. Ne? Ja, gut. Wir haben bei der Umrüstung eines Eheim Professional 4 Plus 250 zu einem Diffusionsfilter Light. Kann ich den Vorfilter, der am Ansaugstutzen im Becken hängt, entfernen? Der muss raus. Ja, also diese Diffusionsfiltertechnik, ja, funktioniert nur dann, wenn kein Filtermaterial mehr zwangsdurchströmt ist. Ja, also es darf nirgendwo auch nur ein Vorfilterschwamm oder irgendwas ähnliches sein, das zwangsweise das Wasser durchströmen muss. Ne? Ja, also das ist entscheidend, sonst funktioniert das ganze Prinzip nicht. Ja, also das Wasser muss ungehindert am Filtermaterial vorbeifließen können. Ja, und ich habe ja auch, glaube ich, ein Video über die Umrüstung vom Eheim. Ich glaube, das ist relativ universell, gilt für fast alle neueren
Eheim-Filter. Ich glaube, die sind vom Prinzip weitestgehend identisch. Ne, da kannst du ja gut gucken, wie es funktioniert. Ne? Und in Einzelfällen, ich hab's ja, ich hoffe, ich habe es gut genug erklärt, worauf es da ankommt. Und dann kannst du ja selber sehen, ob da irgendwo noch, also je nachdem, wie der Wasserfluss in dem Filter ist, dass da nicht doch noch irgendein Schwämmchen oder was versteckt ist, was da durchströmt wird. Hey, der Joachim ist auch da. Ja, supi. Björn, oder so die Filterschwämme zuschneiden, dass keine Zwangsfilterung mehr besteht. Genau. Ja. Also wie gesagt, ich habe, soll ich mal gucken, ob ich das Video jetzt mal eben finde. Eheim Professional, da ist er. Hallo? So. So, der Link ist jetzt auch da zu der Modifikation für einen Eheim-Filter. Ja. Und damit müsstest du eigentlich klarkommen mit dem Video. X Agreus, Björn, denke ja, habe selber auf die Flight umgestellt, habe aber keinen Sand, sondern sehr feinen Kies. Ja, ich sag mal, Sand wäre etwas besser, aber ich sag mal, feiner Kies wird auch funktionieren. Golden Shrimp, hallo Joachim, was denkst du, kann ich meine Garnelen mit Walter Worms füttern? Mikrowürmchen, ja. Wenn sie dran gehen, muss ausprobieren, ne? Ob sie überhaupt dran gehen. Kann ich natürlich nicht garantieren. Ne? Also ich denke mal, dass das auch so ein bisschen von den Tieren selber abhängig ist, ob sie dran gehen oder nicht. Ja, ein Sandkies, ich sag mal, Körnung von 0,4 bis 1,2 wollte ich nehmen. Kannst du machen, du findest bei mir im Amazon auch einen Poolfilter-Sand mit 0,4 bis 0,8 mm Körnung. Mitsumo-Sand oder so ähnlich heißt der, glaube ich. Findest du bei mir in der, also unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Amazon-Store und da auf der Seite, auf der Kategorie Seite Bodengrund, da findest du den. Fontora, ich besitze keine Pflanzenfresser, also ich habe eigentlich nur Fische, die gerne fleischiges Futter mögen. Also ich wäre da mal stark interessiert dran. Ja, guck's dir an und du kannst es ja halt gewinnen. Ja. Proxima, da kommt noch ein Becken. So, fertig, genau, Joachim. Ja. Supi. Agreus, hab einen Tetra-Außenfilter und habe, da das Wasser sozusagen in einem Rohr erst runtergeht und dann durch die Filtermedien nach oben durchgedrückt wird, tatsächlich die Hälfte des Filterschwammes weggeschnitten. Hab aber keine Ahnung, ob das zu viel ist, aber es gibt keine Zwangsdurchströmung mehr und die Wasserwerte sind nach wie vor stabil. Ja, super. Ja, also es ist wichtig, dass eben kein Wasser mehr durchs Filtermaterial muss. Ja, es muss nicht die Hälfte sein. Es wird wahrscheinlich auch in der Regel weniger durchaus reichen. Ne? Allerdings würde ich heute auch nicht mehr empfehlen, den Filter danach volle Pulle laufen zu lassen, sondern ich würde ihn also auch wahrscheinlich gedrosselt, also auf jeden Fall drin gedrosselt laufen lassen. Patrick, hallo Joachim, bin froh, wieder hier zu sein. Frage, hab ja schon im Discord gefragt, ist es nötig, totes Riffgestein mit Wasserstoffperoxid zu reinigen wegen Phosphatdepots? Also Wasserstoffperoxid kann keine Phosphatdepots beseitigen. Das kann Wasserstoffperoxid einfach nicht. Ne? Ja, das Einzige, was es eventuell könnte, wäre eine Säure.
Ja, du musst da auf dem pH-Wert, glaube ich, von unter 5,6 oder was kommen, damit sich diese Phosphatdepots mit Glück auflösen. Ne? Aber ansonsten, also Wasserstoffperoxid ist ein Oxidationsmittel. Ja? Da passiert gar nichts mit einem Phosphat. Ja, also ich persönlich, ja, wenn ich dem Verkäufer vertraue, ja, wichtig ist natürlich, dass dann keine Medikamente drin waren. Ne? Und deswegen würde ich persönlich, glaube ich, kein gebrauchtes Riffgestein kaufen. Außer ich weiß genau, das war gestern noch hier in dem Becken, in dem Korallenbecken drin. Ansonsten würde ich kein gebrauchtes Gestein kaufen, weil es mir einfach zu risikoreich ist, ja, mit Medikamentenresten und so weiter. Ja. Und aber ansonsten würde ich hingehen, einfach mal grob, was weiß ich, heiß unter der Dusche, ne, abduschen und eventuell, wenn du unbedingt willst, ne, kannst du es ja noch in einen Kübel oder was mit Wasser einlegen, ja, dass sich da eventuell noch was rauslöst. Na, ich meine, wenn du Osmosewasser nimmst, ne, in Osmosewasser legst und dann einfach mal einen Tag später oder so einfach mal misst, was da für ein Leitwert noch drin ist, ja, dann siehst du ja, ob da was rausgekommen ist. Ne? Also was anderes würde ich nicht machen. Uwe, danke Joachim für den tollen Vorschlag mit dem Becken. Meine Frau hat zugehört. Es gibt keine Kompromisse. Ich arbeite daran. Ja, ich meine, wir haben natürlich als Männer da irgendwo die Arschkarte, ne? Wenn die Frau sagt, dann sieh doch zu, ne? Ich kann sie ja auch in Türschlitz stecken, ne? Ist blöd, ne? Ist blöd. Frauen haben da oft die besseren Argumente, aber letztendlich, ich sag mal, eine Frau, die ihren Mann liebt, die geht Kompromisse ein. Ja, die sagt auch: Mein Mann ist ein Kind. Ja, Männer sind Kinder, die bleiben ihr Leben lang Kinder. Und entziehst du deinem Mann das Spielzeug, hast du einen unzufriedenen Mann und hast ständig Probleme mit dem. Gib ihm sein Spielzeug und dein Mann ist glücklich und du hast den perfekten Mann zu Hause. Ja, so denkt eine, ja, sag ich mal, eine intelligente Frau. Ja. Also, ich weiß, ich kriege jetzt wieder Shitstorms ohne Ende, aber ja, muss man durch. Björn, so hatte ich das auch vor. Einfach ein wenig vom Vorfilterschwamm abschneiden, bin mir aber unsicher, ob der nicht ganz weg kann. Ich würde ihn einfach zur Sicherheit wegmachen und fertig. Ja, weg damit und den braucht kein Mensch mehr. Ne? Der Alex, ich sage kurz Hallo, meine Frau hat Geburtstag. Achso, das hatten wir gerade. Also nochmal schönen Gruß an deine Frau und herzlichen Glückwunsch. Emre, hallo. Hey, ein super Sticker von Mesi. Vielen Dank. Ja, super. Freut mich. Hallo Achim, mein Becken beträgt ca. 500 Liter und ich habe zwei JBL Crystal Profi Außenfilter dazu. Ca. 3 Kilo Bio-Home verstaut. Beide Filter haben 700 Liter pro Stunde. Würde es ausreichend sein für meine 10 Diskus? Aber da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Ja, also ich halte es für absolut indiskutabel. Ja, 10 Diskus. Gut, Beckengröße 500 Liter ist auch für 10 Liter, für 10 Diskus meiner Meinung nach auch schon ein bisschen grenzwertig. Ja, nicht mal das Becken hat 576 Liter, also das ist ja in etwa, sagen wir mal so. Aber mit Außenfiltern 10 Diskus. Das gibt irgendwann Probleme. Ja, wenn es am Anfang vielleicht funktioniert, ja, kurz nochmal einrichten, wird es gut funktionieren. Das wird auch ein paar Wochen gut funktionieren. Ja, aber irgendwann kommen die Probleme damit. Lass es sein. Also ich kann es dir nur raten. Sei mir nicht böse, aber die Entscheidung muss letztendlich natürlich du treffen. Ne? Ich kann dir nur raten. Ja, aber ich werde dir nicht nach dem Mund reden. Ja, du kannst mich jetzt 100 Mal fragen danach.
Ja, immer wieder die gleiche Frage stellen. Ich werde dir niemals sagen, du wirst es mit zwei Außenfiltern packen. Ja, das wird einfach nicht gehen. Ja, das ist, Außenfilter sind einfach überfordert damit. Ja, die versuchen, das Mini-Volumen, das die haben, durch Power, ja, durch also unglaubliche Durchzugsgeschwindigkeit wettzumachen. Der Weg muss aber genau andersrum sein. Großes Volumen, ganz kleine Durchsatzleistung. Das ist der Weg, der auf Dauer zur erfolgreichen Diskushaltung führt. Ja, und ich persönlich würde sogar Diffusionsfilter probieren. Also nicht Diffusionsfilter Light, sondern richtigen Diffusionsfilter. Aber bitte nicht als Empfehlung sehen, weil ich habe ihn noch nie bei Diskus ausprobiert. Deswegen würde ich ihn jetzt also nicht offiziell empfehlen. Agrius, Joachim sollte mich bitte gerne korrigieren, falls ich falsch liege. Okay. Haben wir doch schon. Ja, Emo sagt zweimal E702. Ja. Spielt überhaupt keine Rolle. Egal. Und wenn es der 902 oder 1900, ich glaube 1902 ist der größte oder was. Immer noch viel zu klein. Die haben kein Volumen, die Dinger. Ich habe dir schon mal gesagt, du solltest irgendwo ein Filtervolumen haben, also nicht vom Gesamtfilter, sondern vom Filtermaterial, solltest du auf mindestens 10% kommen. Ja, das wäre bei 500 Liter, wären das 50 Liter pures Filtermaterial. 50 Liter kriegst du niemals in deine beiden Außenfilter rein. Niemals nicht. Ja. Eher mehr. Ja, bei Diskus würde ich sogar eigentlich darüber hinausgehen. Ja. Also irgendwo 15 bis 20% sogar. Uwe, Frage Joachim, meine Amano-Zucht hat nicht geklappt. Kann ich den Bodengrund gut auswaschen und wieder für Süßwasser nutzen oder lieber nicht? Im Prinzip schon. Ja, Hauptsache, das Salz kommt wieder raus. Ne? Das ist natürlich schon wichtig. Ja, und ja, das kann sein, dass du es paar Mal spülen musst, damit das Salz rauskommt. Und Rosa, Joachim, du kennst doch meine Garnelenbecken, Discord-Aquarium-Vorstellung von heute, ein Red Fire Becken, ein Red Onyx Becken. Ich füttere viele Pflanzenanteile. Natürlich gibt es auch mal Artemia und Tubifex. Ja. Ja. Also du kannst das Futter auf jeden Fall nehmen. Ja. Also für die Garnelen, die freuen sich darüber. Ja, wenn ich das hier rein tue, dann die drehen so ein bisschen echt am Rad. Ne? Ja, also wie gesagt, Garnelen sind definitiv omnivor, also Allesfresser, die können mit allem leben. Ja, also da, also. Das ist eh blödsinnig für Garnelen spezielle Futtermittel anzubieten. Ja, das ist nur meines Erachtens eh alles nur Geldschneiderei. Ja, und wenn dann so Leute kommen, ja, und ein Garnelenfutter mit unter 10% Eiweißanteil zu bieten, ja, das ist völliger Humbug. Ja, das heißt kein Garnelenfutter. Ja, also fürchterlich. Ja, das ist selbst für reine Pflanzenfresser zu wenig Eiweiß. Ne? Katastrophe. Björn, in einer oder mehreren Videos von dir schmeißt du das Biofiltermaterial im Diffusionsfilter raus und ersetzt es mit zugeschnittenen Filterschwämmen. Ich habe noch nie Biofiltermaterial rausgeschmissen, weil ich keine Außenfilter betreibe mit Biofiltermaterial. Allerdings habe ich das schon ein paar Mal empfohlen, aus dem einfachen Grunde, weil es nicht ganz leicht ist, Biofiltermaterial in einem Diffusionsfilter Light unterzubringen, ohne dass es zwangsdurchströmt ist. Allerdings habe ich auch dazu ein Video gemacht. Da ging es sogar um Biohome. Kann ich ja auch mal eben raussuchen. Ja, schön wäre, wenn meine
meine Moderatoren das machen könnten. Aber wenn keiner da ist, dann geht das natürlich nicht. So. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr Moderatoren. Zu wenig. Wer das gerne machen würde, der möchte mir bitte einfach mal eine Mail schicken an joachim.mund@freenet.de. So, also wie gesagt, das Video zur Verwendung von BioHome im Diffusionsfilterlight findest du unten. Mal abgesehen davon, dass Filterschwämme genauso ein biologisches Filtermaterial sind, ja. Haben zwar nicht ganz so viel Volumen, Oberfläche wie BioHome, aber es bleibt trotzdem auch ein Biofiltermaterial. Warum wird auf Biofiltermaterialien wie Ciporax im Diffusionsfilterlight verzichtet, auch wenn man eine Zwangsfilterung vermeiden kann? Ja, wie gesagt, das ist einfach das Problem, dass es eben schwierig ist, das zu vermeiden. Ja. Und wie gesagt, in dem Video hier unten findest du quasi die Anleitung, wie man es machen kann. Ja. Und dann ist egal, welches Biofiltermaterial du verwendest. Ja, solange du nicht irgendwie so unsinnige Filtermaterialien verwendest wie K1 oder irgend so ein Mist, ja, da ist Filterschaum also bedeutend effizienter, ja. Oder Biobälle oder so ein Quatsch, ne? Oder normale Tonröhrchen ist auch Quatsch, ja. Also wenn Ciporax Biochrom oder so was anderes kommt da eigentlich nicht in Frage, wobei ich da eigentlich dann immer Biochrom bevorzugen würde. Liebster, guten Abend allerseits. Hab's endlich geschafft. Ja, schön, dass du da bist. Thunderfolk, Emre findet 500 Liter für 10 Diskus zu klein. Ja, mein dummes Gerede, stimmt. Der Christian, apropos Blätter, es ist Herbst, die richtige Jahreszeit, um sich mit Blättern einzudecken. Ich lagere sie in Kartoffelsäcken, 100 Stück um 15 Euro. Ich denke, damit komme ich dann über das Jahr. Ja, ja, das denke ich auch. Ja, also nur darauf achten, dass man eben keine extrem verschmutzten Blätter findet oder nicht gerade neben der Autobahn, würde ich sie vielleicht auch nicht gerade sammeln. Ja, oder auch darauf achten, dass man keine giftigen Blätter nimmt. Ne? Ja, Eiche, Buche, Ahorn, ja, Walnuss. Kastanie. Ja, da kann man eine Menge Obst natürlich, alle Sorten und Nussholz, also Nuss, alle Sorten. Ja, und von daher, also da gibt es schon gewaltiges Potenzial an Blättern. Thunderfork, ja, Björn, verwende fast nur Ciporax im Diffusionsfilterlight in 3 Becken. Ja, kann man machen. Der Lutz. Hallo Achim, kannst du nicht mal in deinen kleinen Böcken das Wasser auffüllen? Doch, kann ich. Ja, aber wie gesagt, wenn ich so ein bisschen knapp dran bin, ja, die letzte Zeit bin ich also entweder gesundheitlich shit drauf gewesen oder ich habe im Moment musste eine Menge nachholen und habe einfach nicht geschafft, rechtzeitig hier hinzukommen. Ja, auch heute bin ich erst um 7:30 hier gewesen und dann die ganzen Vorbereitungen und dann musste Fabi hier auch noch eingreifen, dass ich hier alles vorbereitet habe. Habe ich einfach keine Zeit. Ja, also sorry da. Wenn es dich stört, sag Bescheid oder komm vorbei. Am besten kommst vorbei und füllst es ab. Ja. Also ich versuche immer mein Bestes, aber manchmal geht halt nicht so, wie ich gerne hätte. Ne? Adam, danke für die Beantwortung meiner Frage. Werde mir gleich direkt das Video anschauen. Ja, supi. Martin, ich füttere das Sera Shrimps Natural Garnelenfutter. Es hat 40% Protein und wird von den Garnelen sehr gut angenommen. Es ist auch noch sehr preisgünstig im Gegensatz zu zum Beispiel Dennerle. Ja, hast du dir meins mal angeguckt? Ich weiß ja nicht, was das von Sera kostet. Das findest du bei mir im Online-Shop, ne? Hier,
Das ist jetzt, was haben wir denn da? Das ist jetzt, ach, das ist noch das Additive. Was haben wir denn da? Das Futter. Das Futter. Da. Das Premium Basic Gear. Ich weiß ja nicht, was das Sera kostet. Und dann vergleichst du einfach mal die Zusammensetzung. Ja, das ist quasi die Standardgröße 100 Gramm. Ja, die kostet 10,99. 100 Gramm. Ja. Und dann guck dir mal die Zusammensetzung an. Ja. Und dann vergleich die mal mit dem Sera. So, und dann unterhalten wir uns nachher nochmal weiter. Ja. Kannst auch lesen. Ja. Wie gesagt, danach unterhalten wir uns nochmal weiter, ob Sera auch nur annähernd an die Qualität rankommt. David, habe heute im Diffusionsaquarium Sand 7 cm den Urwald zivilisiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Herausziehen einiger Pflanzen faulig schmierige graue Zonen gibt. Wurzeln waren alle noch super. Solange diese Zonen nur sehr lokal begrenzt sind, ja, und nicht großflächig vorhanden sind, solange ist das alles nicht schlimm und auch relativ normal, ja, und solange die Pflanzen auch quasi auch gesunde Wurzeln haben und möglicherweise sogar die Wurzeln in diesen Bereich hineinstrecken, tun die das, weil in diesen Bereichen die Nährstoffe besonders aufgeschlossen sind. Ja, die können diese Nährstoffe besonders gut verarbeiten. Und von daher sind diese Zonen im Grunde gar nichts Schlimmes, ja, solange sie eben nicht großflächig auftreten. Ja, also ich sag mal, ich habe immer in meinem Becken irgendwo mal eine Stelle, wo der Bodengrund, wenn man da drin rumwühlt, grau-schwarz ist. Ja, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das verschwindet auch wieder. Ja, aber es darf halt nicht großflächig auftreten. Ja, wenn du ohne dass du am Boden oder an Pflanzen rumgematscht hast, wenn du dann eine Nase voll Aquariumduft nimmst und das riecht unangenehm, ja, dann solltest du nachgucken. Ja, solange aber alles gut ist und die Fische sich offensichtlich wohlfühlen, Farbe zeigen, die Pflanzen gut wachsen und nicht irgendwo eine Ecke ist, wo die Pflanzen alle kaputt gehen, solange ist eigentlich auch alles in Ordnung. Ne? Aber sobald sich das ändert, sobald du merkst, das Aquarium riecht unangenehm, dann also dann muss man aber unbedingt ran, ja, weil dann ist irgendwo übel was im Argen. Ja? Ansonsten würde ich da gar keinen Akt draus machen. Ne? Björn, ich trenne mit Gitter in den Außenfiltern und auch im 1000-Liter-Becken in den zwei Filterschächten. Ja, so muss das. David, mache mir nun Sorgen, dass der Boden allmählich verfaulen könnte und das Becken kippt. Weiß nicht, ob der Mulm schuld ist, der an den Pflanzen sich niederlässt und in den Boden mit der Zeit dringt. Ja, ich sag mal, dicke Mulmbelege, die solltest du natürlich schon entfernen. Ein bisschen Mulm wirst du immer im Becken haben, ja, und gerade so zwischen Bodendeckern und so, da sammelt sich Mulm an und das ist auch nichts Schlimmes. Aber wenn irgendwo eine Mulmecke ist oder das ganze Becken ist überall Mulm, ja, dann würde ich schon mal dafür sorgen, dass also Mulm auf jeden Fall deutlich reduziert wird. Ja, und wenn du da Angst hast, dass dein Becken kippt, dann geh einfach mal großflächig mit der Hand oder mit einem Stöckchen oder was durch den Boden. Wühl den überall mal ein bisschen auf und dann guck mal, wie er aussieht. Ne? Wenn das, wie gesagt, großflächig so ist, dann musst du reagieren. Wenn das nur einzelne kleine Stellen sind oder überhaupt einzelne Stellen, dann ist das nicht schlimm, würde ich mir auch. Musst du zwar beobachten, aber ich sag mal, du musst da keine Panik haben. Ja, danke, das Video kenne ich schon. Ich meinte den Vorfilter im Becken am Ansaugstutzen, nicht den Vorfilter im Außenfilter. Ja, aber für den gilt natürlich auch, ne? Mach ihn weg und nimm ihn ab. Ne? Also den
den braucht kein Mensch. Ja, der ist zwangsdurchströmt. Arne ist auch da. Ja, schön. Thomas. Ja, die Gorgonie steht gut. Okay. Fabi beschwert sich, dass ich hier mit der Hand auf den Tisch rummache. Matsch. Rumtrommel. Chris etwas später, aber umso mehr in einem, so mehr einen guten Abend. Danke, Chris. Schön, dass du auch noch gekommen bist. Na, guck mal, wir haben 9:30. Ich habe das Thema noch gar nicht angesprochen. Für die, die schön geduldig waren, werden wir jetzt einfach gleich mal anfangen. So, mir sehe. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an, ne? Sonst werden wir ja nie fertig, ne? Wenn ich mir das angucke, wie viele Kilometer ich wieder hinterherhänge. Ne? Ja, kommen wir einfach mal zum Thema. Ihr wisst, worum es geht. Bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich nochmal auf die Verlosung hinweisen. Ach, guck mal, wir sind ja schon auf der Seite von dem Futter. So. Also wie gesagt, im Zuge dieses Themas mache ich eine Verlosung und da wird eine normale Dose 90 Gramm verlost und ich komme einfach mal hier hin. Dann sieht man es besser. Und viermal die Probiergröße, diese hier, 40 Gramm. Ja? 40 Gramm ist schon eine Menge Futter da. Wenn ich mir, wenn man bedenkt, in so einer Literdose Trockenfutter, da sind irgendwo zwischen 180 und 200 Gramm drin. Ja? Dann ist das also 20% davon. Ja? Also nicht denken, das ist nichts. Ne? Das ist eine Menge. Ja, und dann. Also wie gesagt, viermal das und eine große Dose. Und als Grundvoraussetzung, damit ihr teilnehmen könnt, sind vier Dinge erforderlich. Also Grundvoraussetzung. Die Bedingungen findet ihr auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Also Punkt 1, Kanal abonnieren. Punkt 2, dieses Video liken, nachher nach Ende des Videos. Punkt 3, einen Kommentar schreiben. Und Punkt 4, in diesem Kommentar müssen die Worte "Ich will haben" enthalten sein. Ja? Und nochmal, es muss da nicht stehen, ich will das Futter haben, sondern am besten an einem Stück "Ich will haben". Ja, wenn du schreibst, ich habe gerade einen Ferrari gesehen, ich will haben, ja, dann nimmst du auch teil. Ja, Hauptsache es steht, und nee, was will ich will haben oder nee, will ich haben, glaube ich. Will ich haben. Entschuldigung. Also jetzt nichts Falsches sagen. Nein. Das ist falsch. Unten, da steht's. Will ich haben, ja? Also bitte, will ich haben, muss in dem Kommentar stehen. Will ich haben, ja? Wie gesagt, könnt ihr ja auch, wenn ihr Bock habt, auch aus der Videobeschreibung rauskopieren, damit es also auf jeden Fall richtig ist. So. Ja, und die Verlosung wird dann voraussichtlich nächsten Samstag stattfinden. Und die machen wir dann wieder, wie beim letzten Mal, auch wieder live. Ja, dass da keine falschen Verdächtigungen auftreten oder so. Dass, also hier gibt es keine Vetternwirtschaft oder irgendwas. Ja. Ja. So. Erstmal einen Schluck trinken zum Ölen der Stimme.
nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zum Thema. Und zwar, es geht heute um mein neues Futter. Und zwar das Premium Basic Gel. Ja. So sieht die normale 90 Gramm Dose zurzeit aus. Ja, da wird natürlich, ich sehe mal zu, dass ich bei Gelegenheit auch mal einen vernünftigen, professionelleren Aufkleber dafür mache oder machen lasse. Ja, aber dazu muss natürlich erstmal zu sehen sein, dass die Nachfrage da ist. Ne? Es lohnt sich da nicht für 50 Stück oder 100 Stück. Dann lachen mich die Hersteller aus, beziehungsweise dann wird es von Aufkleber teurer als diese teure Dose. Auf jeden Fall geht das um dieses Futter. Und zwar ist dieses Futter, Punkt 1, getreidefrei. Und zwar wirklich getreidefrei. Nicht versteckt doch Getreide drin wie Mais oder irgend so ein Zeug. Ja, weil Mais deklarationstechnisch zum Beispiel nicht zu den Getreiden gezählt wird. Ja, und viele andere auch, Hirse und so, das wird alles nicht zu Getreide gezählt. Und irgendwo ist es doch Getreide. Ja. Also zumindest von einer physiologischen Wirkung für den Körper ist es quasi identisch mit Getreide. Ja, weil Getreide oder beziehungsweise das, was die Probleme verursacht bei den Tieren, ist egal in welcher Form da Kohlenhydrate gespeichert werden, ob jetzt in der Ähre oder in einem Kolben oder wie auch immer. Ja. Hier so kleine Kügelchen, ja, da ist überall Stärke drin, ja, und diese Stärke ist genau das Problem. Ja. Deswegen nützt es nichts, wenn da steht getreidefrei und auf der anderen Seite ist Mais drin, ne, oder ein anderes Speicherprodukt. So, und sowas ist hier definitiv nicht drin, ja. Dann ist dieses Futter in Pulverform und enthält natürliche Geliermittel, ja. Und zwar, naja gut, irgendwo sind das auch wieder Speicherstoffe, aber das geht nun mal nicht anders. Also ich wollte hier definitiv keine Gelatine verwenden, weil Gelatine ist Punkt 1 meistens von Schweinen oder von Rindern. Ja, also damit wieder Warmblüter-Eiweiße. Und zum Zweiten steigt damit also ganz unkontrolliert oder erheblich nochmal der Eiweißgehalt des Futters an. Ja, was ich also auch vermeiden wollte, dadurch, dass hier eben kaum also keine Füllstoffe drin sind, wie Getreide oder was auch immer, ist hier der Eiweißgehalt sowieso schon nicht niedrig. Ja. Und deswegen, wie gesagt, habe ich auf Gelatine also ganz bewusst verzichtet und habe eben, wie gesagt, natürliche oder aufbereitete natürliche Geliermittel genommen. Und zwar ist da drin Guarkernmehl, es ist drin Johannisbrotkernmehl und Xanthan. Und Xanthan ist aufbereitet, ich weiß jetzt nicht woraus genau. Aber diese drei Geliermittel sind drin und die ergänzen sich teilweise. Und deswegen braucht man auch nicht ganz so viel davon. Ja. Und wie gesagt, ihr seht ja also auch in der Liste, also die stehen ganz, ganz weit hinten. Und dahinter steht nur noch Spirulina und Knoblauch, auch mit knapp 3%. Ja, also da ist also nicht noch irgendwas Verstecktes drin. So, warum sind diese Stoffe drin, ja, diese Geliermittel? Ja, und das Pulver ist ja, also dieses Futter ist pulverförmig. Und zwar, das Futter ist und hat ein Vorbild. Und dieses Vorbild kommt aus Amerika und nennt sich Repeshi. Wobei das Repeshi also nicht billig ist. Und gut, das ist jetzt auch nicht das Billigste, ja, aber ich sag mal, für die Qualität, die das Futter hat, ich denke, absolut ungeschlagen vom Preis.
Und dieses Rupeshi ist also auch ein Pulver und das wird auch mit heißem Wasser angerührt. Und dabei entsteht dann auch eine gelartige Masse. Ja. Und das ist hierbei auch der Fall. Ja. Also ich sag mal, größere Fische, ausgewachsene Fische, jetzt nicht gerade so Moskitos, die kommen nämlich auch mit dem Pulver gut klar. Aber ich sag mal, andere ausgewachsene Fische, ja, denen brauchst du mit dem Pulver nicht zu kommen. Ja, die finden das gar nicht. Obwohl, also viele wird trotzdem dran gehen. Ja, du kannst, also wenn du das Futter hier eben nicht trocken verwenden willst, ne, das kann man trocken auch also selbst hier im Meerwasser verwende ich das, ne, oder auch für die Garnelen geht das und für Filtrierer geht das, ja. Auch für Jungfische kann man das genauso nehmen, ja. Also man muss nicht das spezielle Aufzuchtfutter nehmen, was ich da noch entwickelt habe. Allerdings halt, wie gesagt, dann ist sind diese Geliermittel natürlich unnötig. Ne? Deswegen, dann würde ich vielleicht doch auf die anderen zurückgreifen, wo eben diese Geliermittel gar nicht erst drin sind. So. Also wie gesagt, auch hier nimmt man sich halt die Menge an Futter, die man braucht und gibt da die ein- bis zweifache, ja, ich würde sogar eher sagen, die doppelte bis fast dreifache, ja, ähnlich wie beim Rupeshi, da geht es auch bis dreifach, Menge heißes Wasser dazu und dann rührt man das schön an, bis es eine homogene Masse wird und dann merkt man auch schon, dass es langsam steifer wird. Ja, und dann kann man, also solange das also noch nicht hart, also es wird ja nicht hart, es bleibt ja so ein bisschen gummiartig, wird aber nie, ich sag mal, wie wenn man es mit Gelatine macht, wird das richtig, kannst es richtig anfassen und du behältst saubere Hände, ja, also Gummibärchen, ja, so wird das. Das passiert hierbei nicht, ja, es wird also immer so ein bisschen feucht sein, ja, also wenn es anfasst, wirst du immer so ein klein bisschen an die Finger bekommen, ne? Also deswegen ist das natürlich nicht direkt vergleichbar wie mit Gelatine, ne? Aber darauf kommt es jetzt auch nicht an. Es ist wichtig, dass es einfach eine feste Konsistenz bekommt und dann kann man hingehen, solange das also noch verarbeitbar ist, kann man das wunderbar auf Steine streichen, auf Wurzeln streichen, auf Schaschlikspieße oder andere Sticks oder was und da Garnelen Lollis draus machen oder was auch immer. Ja, und die kann man also auch, wenn das richtig trocken wird, kann man das also auch eine Weile lagern. Ja, und also dann muss es aber richtig trocken werden. Ja, solange es aber noch ein bisschen die feuchte Konsistenz hat, ja, ein bisschen kompakter, dann würde ich es, also kann man es also noch 2-3 Tage im Kühlschrank lagern. Und ansonsten, wenn man zu viel gemacht hat, macht man sich portionsgroße Stückchen und friert die dann einfach ein. Ja, und also und im Eisschrank ist es natürlich noch unter Umständen Monate haltbar. So. Warum habe ich das so gemacht? Ja, mir war wichtig, dass ich eben kein Weizen oder Weizengluten oder irgendwelche anderen Getreide da drin habe, sondern möglichst neutrale Geliermittel oder Kleber, ja, in dem Sinne da drin habe und ansonsten wirklich komplett auf sowas verzichten kann. Also mir war eben ganz, ganz wichtig, dass ich also extrem hochwertige Rohstoffe verwende. Ja, wie gesagt, keine künstlichen Aromastoffe, keine künstlichen Geschmacksverstärker, keine künstlichen Streckmittel oder überhaupt keine Füllstoffe und also wirklich nur ehrliches, hochwertiges Futter. Ja, und deswegen seht ihr auch auf der Zusammensetzung, ja, jetzt schalte ich mal wieder um. Ja, können wir mal runter scrollen. Ja, hier ist ja noch die
Zusammensetzung markiert. Ja, und darunter sieht man auch schon ein bisschen die Zusatzstoffe, die ich da versehentlich mitmarkiert habe. Ja, also hier ist die Zusammensetzung. Ja, ihr seht, alles, was drin ist, ist auch, also bis auf die Geliermittel, ist auch konkret mit Prozentangaben versehen. Ja, wenn ihr das zusammenrechnet, seht ihr, ja, also bis auf den Anteil, den die Geliermittel ausmachen, ist da wirklich 100% deklariert. Ja, und da ist nichts Verstecktes drin und auch nicht irgendwelche Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse oder Krebs oder Insekten und Krebs oder wie auch immer diese ganzen schwammigen Ausdrücke sind. Da sind keine Öle und Fette zusätzlich zugegeben. Ja, und das ist also wirklich nur vom Allerfeinsten. Ja, also ich habe mir die Rohstoffe vorher angeguckt und wie gesagt, ja, also das war mir ganz wichtig. Ja, mir war auch eben wichtig, dass das eben Rohstoffe sind, die also auch einen nennenswerten Anteil an natürlichen Vitaminen mitbringen und natürliche Mineralstoffe und Spurenelemente. Und trotzdem, damit das als Hauptfutter durchgeht, habe ich da ein ganz hervorragendes Mineral- und Vitamin-Zusatzpräparat drin. Ja, für die, die es wissen wollen, was es genau ist, da ist das Corvimin drin. Ja, Corvimin, ne, wer das kennt, das ist, kommt aus dem, von Tierärzten. Ja, das ist das Standardpräparat der Tierärzte. Ja, also wirklich ein Veterinärpräparat. Nicht billig, richtig teuer. Also richtig teuer. Ja, also da ist mir aber wirklich nur das Beste gut genug. Ja, da sieht es zum Beispiel auch, ob diese Vormischung was taugt, wenn du dir einfach mal diesen Punkt anguckst. Ja. Vitamin K1. Vitamin K ist das Vitamin, was für Blutgerinnung zum Beispiel verantwortlich ist. Ja. Wenn Tiere sich verletzen, ja, dass die Wunden schnell abheilen. Und Vitamin K1, das ist das natürliche Vitamin K. Ja, aber meistens wird in irgendwelchen Produkten, Vitaminvormischung, wird das künstliche Vitamin K, das Vitamin K3 verarbeitet. Ja, also wie gesagt, also für mich war wirklich das Beste nur gut genug. Ja. Und deswegen habe ich hier dieses Tierarztpräparatprodukt mit drin. Ja. Um das Futter rund zu machen und da ein richtiges Hauptfutter draus zu machen. So, ja, und wie gesagt, ihr seht, Sardinen, Lachs, Schrimps, Gemüse, ja, das Gemüse, das besteht aus ganz vielen verschiedenen Teilen, das ist diverse Kohlsorten drin, da sind Kräuter drin, da sind rote Beete ist mit drin, Karotten habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Was ist noch drin? Erbsen. Das ist eine irre lange Liste, da sind, weiß ich nicht, 30, 40 verschiedene Gemüsesorten drin. Und wie gesagt, nicht Abfälle, ja, keine Abfallware. Ja, also wirklich, jetzt zwar nicht erntefrisch, aber es wird getrocknet. Mein Lieferant, der malt das selber. Ja, also wie gesagt, ich kenne das Rohprodukt. Das ist richtiges Gemüse. Ja, und nicht irgendwelche Abfälle außer Dosenindustrie oder was. Ja. Ja, das ist also wirklich gutes Gemüse. Ja, Hefe. Ja, also. Hefe enthält unglaublich viele B-Vitamine, deswegen habe ich auch so auf Hefe nicht verzichtet. Hefe enthält natürlich auch natürliches Glutamat. Ja. Es ist aber kein Hefeauszug, sondern es ist wirklich die volle Bierhefe. Ja, also mit allen Vitaminen und also auch mit den Eiweißen der Hefe. Und also wirklich, also Hefe ist ein sehr hochwertiges Produkt eigentlich.
Das ist leider Gottes als Hefeextrakt, als Geschmacksverstärker ein bisschen ins Gerede geraten, aber völlig zu Unrecht. Ja, also Brauereihefe oder Bierhefe ist also ein wirklich hervorragendes Futtermittel. So, was haben wir dann hier noch? Seidenraupen sind mit drin. Ja, ich werde auch über kurz oder lang noch andere Futtermittel machen, wo also dann also auch noch andere, wo dann auch Soldatenfliegen mit drin sind und auch anderes, ja, wahrscheinlich auch Mehlwürmer und Gamarus und was weiß ich alles, ne? Also hier sind richtig Schrimps drin, also Garnelen, richtige Garnelen. Und dann ist hier noch das Ei drin, ja, also Vollei. Und es gibt, also auch wenn manche sagen, oh, wieso ist da Ei drin? Ei ist im Prinzip das einzige, ich sag mal, Futter, was alles enthält, was der Organismus zum gesunden Aufwachsen enthalten muss, ja, oder braucht. Ja, wenn aus dem Ei entstehen komplette Tiere und ohne dass noch irgendwas dazugegeben wird oder auch es wird vollständig verwertet, ja, die Tiere haben noch nicht mal Stoffwechselprodukte. Ja, und also es gibt kein, also Ei ist das hochwertigste Nahrungsmittel, was es überhaupt gibt. Ja, und deswegen war mir also auch wichtig, dass Ei mit reinkommt. Ja, dann kommen jetzt hier die drei Geliermittel und dann halt Spirulina. Ich bin also mit 2,8%, das ist schon verdammt, also nicht wenig. Und auch Knoblauch mit über 2%, also über 2,5%, 2,6 ist also auch nicht wenig. Ja. Knoblauch hervorragend geeignet für den Organismus. Ja, also das Knoblauch hat teilweise eine entzündungshemmende Wirkung und also viele positive Wirkungen für den Körper. Ja, und ich sag mal so, der Nebeneffekt ist natürlich auch, dass Knoblauch so ein bisschen Geschmack bringt. Ja, von daher passt das. Ja, ich werbe jetzt hier nicht speziell mit Knoblauch, weil also ist ja auch nichts Besonderes, ne? Eigentlich. So, also ihr seht die Zusammensetzung 1a, alles deklariert, nichts, ich habe es nicht nötig, mich hinter irgendwelchen versteckten Dingern Aussagen zu, also hinter irgendwelchen Aussagen zu verstecken, hinter schwammigen, ja, wie pflanzliche Nebenerzeugnisse oder Eiweißextrakte oder was auch immer. Ja, das ist alles hier original und auch mengenmäßig genannt. Ja, gut, man kann es schnell leicht dann auch kopieren. Ne? Das ist aber eine andere Geschichte. Ne? Ich habe es einfach nicht nötig, mich da hinter irgendwas zu verstecken oder irgendwas nicht anzugeben. Na, aber wie gesagt, ist eben ein ganz hervorragendes Futter und ich behaupte einfach mal eins der besten Futtermittel, die aktuell auf dem Markt sind. Dazu, also eine andere Sache ist natürlich, ein bisschen in Verruf ist natürlich auch Fisch geraten, Fischmehl, ja. Da habe ich natürlich hier im Moment, wie viel habe ich drin? Zwei, ne? Sardinen und Lachs. Aber Fisch ist ein hervorragendes Futtermittel für Fische und Garnelen und von daher eigentlich fast nicht ersetzbar. Ja, und ich sag mal, wir sind hier immer noch unter 40%. Ja, und ansonsten sind hier Schrimps drin. Ja, hier sind Seidenraupen drin.
Ja, und das sind natürlich auch schon erhebliche Eiweißträger. Ja, alleine mit Schrimps und den Raupen kommen wir auch schon auf 21%. Ja, und ich werde natürlich auch in Zukunft andere Futter machen, wo halt ich wahrscheinlich auch, ich sag mal, nur aufgrund der aktuellen, ja, Meinungsbildung, wie auch immer man das nennen will, dass ich da also eventuell auch was mache, was also komplett kein Fisch enthält, wo dann also wirklich nur noch Garnelen oder Krebstiere und Insekten und sowas drin sind und Würmer oder was auch immer und natürlich pflanzliche Anteile, ja, Gemüse und Spirulina, vielleicht auch noch andere Algen, vielleicht noch Kelp, ja, kann also auch noch mit reinkommen. Da habe ich also schon ein paar mehr Möglichkeiten, aber ich sag mal, das ist im Moment auch alles eine Preisfrage, ne? Ja, also ich habe jetzt mich also mit den Zutaten beschränkt auf das, was mir wichtig war. Ja, Zubereitung bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. Eigentlich sehr einfach zuzubereiten, das geht auch sehr schnell. Und das mit dem heißen Wasser, das funktioniert ja ganz hervorragend. Und wie gesagt, wenn das abkühlt, dann wird das halt so eine feste Masse. Ja, und je länger man das stehen lässt, umso fester wird das letztendlich auch. Ja, aber ich sag mal, keiner wird sich da das über Nacht hinlegen, ne, um es dann am nächsten Tag weiter zu verarbeiten. Also dann könnte es theoretisch schon touchfest sein. Ja. Also ja, noch hier unten ist noch die Zusammensetzung. Also die analytischen Bestandteile. Ja, also das sind 46,4% Rohprotein, 9,3% Rohfett, 12,1% Rohfaser. Und Rohasche 8,8% und Feuchtigkeit 9%. Ja. Rohasche ist der Anteil der Mineralien, die das Futter enthält. Ja, also Rohasche, also das, was nicht verbrennt. Und das sind halt Mineralien. Rohfaser, das sind im Prinzip Pflanzenfasern, ja, und auch Ballaststoffe. Ja, die also im Prinzip dem Verdauungstrakt ein bisschen Arbeit geben und dafür auch sorgen, dass sie nicht zu schnell wieder hungrig werden. Also dieses Futter macht die Tiere nicht fett. Der Fettgehalt ist auch unter 10% geblieben. Ja, und der Rohproteingehalt ist auch knapp unter 50% oder knapp über 45%, ja, wie ihr wollt, also 46,4. Ich denke mal, das ist ein Bereich, der also ganz hervorragend ist. Ja. Ja, und damit haben wir im Prinzip ein Futter geschaffen, das also wirklich vom Allerfeinsten ist und was also einfach, ja, was soll ich dazu sagen, ein Top-Futter ist. Ja. Ja. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann haben wir nämlich dieses Thema soweit durch. Einige von euch haben es ja schon bekommen, als Probe oder auch teilweise schon direkt selbst gekauft. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn da ein bisschen mehr Feedback noch kommen würde. Ja, dass ich also auch eure Meinung dazu höre und nicht nur die Meinung meiner Tiere, sondern also auch die Meinung von euch. Gut. Gleich bevor wir Schluss machen, ich weiß ja nicht, wie lange ihr Lust habt heute. Ich schalte einfach mal wieder um aufs. Ah, hallo? Hallo, hallo? Ich bin bei der. Ach so. Nee, Quatsch, da muss ich hin. Da ist wieder die Gorgonie. Heute machen wir mal die Gorgonie. Und mein Mädchen hat schon wieder die Nase voll.
Ja, mein Mädchen will schon wieder ein Leckerchen haben. Also ich denke mal, so viel Zeit muss sein. Mal gucken, was wir hier noch haben. Haben wir denn da? Das ist alles. Ja. Kommt denn nur? So, komm. Hopp. Und Pfötchen. Will Pfötchen haben. Hallo. Pfötchen haben. Oh, gib mir mal ein Pfötchen. Oder so. Ja, und gib mir mal das andere Pfötchen. Gib mir das andere Pfötchen. Andere Pfötchen. Ach, du bist doof. Okay, aber du hast es versucht. Ja. Ich bin ja sonst immer gemeint. Ich lasse ja immer Pfötchen geben, dann lasse ich das andere Pfötchen geben. Ja, fein. Und dann lasse ich mir beide Pfötchen geben. So, wie viel? Sei nicht so gierig. Als wenn du armer Hund nichts mehr zu essen kriegst bei uns. Willst du noch ein? Mach mal Platz. 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 So, ist fein. Fein. So, jetzt ist Ende. Ende aus Feierabend, Missy. Ende aus Feierabend. Nächstes Mal gibt es mehr. So. So, dann gucken wir mal, ob was von euch schon da ist. So, ich werde jetzt einfach mal runterscrollen. Ich hänge nämlich so weit hinterher. Und ich denke mal, wäre sinnvoll, jetzt mal ein bisschen aktueller zu sein. Frontdose, ich will haben. Ja. Oder will ich haben? Wie war das jetzt nochmal? Also guckt sicherheitshalber nochmal in der Videobeschreibung nach, bevor ihr das da in den Kommentar schreibt. Na, nur sicherheitshalber. Ich möchte mir Spirulina-Paste selbst machen. Was kann ich als Bindemittel nehmen? Da kannst du auch hier entweder das Xanthan oder Johanniskernbrot. Ideal ist natürlich auch Johanniskernbrot und Xanthan in Kombination zu nehmen. Wenn du das gerne haben möchtest und eventuell auch noch andere. Also ich habe schon von einigen gehört, dass sie also auch an Spirulina interessiert sind. Ich habe bis jetzt zwar nur Kleinmengen gekauft, aber wenn da Interesse an Spirulina besteht, damit ich auch ein bisschen an dem Zeug verdienen kann, muss ich das wirklich in riesigen Mengen nehmen. Dann würde ich das also durchaus ins Auge fassen. Ja. Und von dem Xanthan und habe ich also genug. Und von dem Johanniskernbrot könnte ich auch, also von dem Johannisrotkernmehl könnte ich auch was abgeben. Das wäre nicht das Problem. Ich kann auch einfach hingehen und kann so eine Spirulina-Paste auch fertig anbieten, ja, wenn das interessant wäre, wenn da mehrere Interesse dran haben. Die Frage ist, ob man dann nicht wirklich hingeht und sagt, wir bieten ein fertiges Futter an, also nicht nur Spirulina, sondern also quasi auch den Anteil, den auch die Saugwelse, ja, Ottos oder was auch immer, ja, also Aufwuchsfresser, quasi mit dem tierischen Anteil auf den Algen mitnehmen würden. Also das heißt, Spirulina mit einem gewissen Anteil also einem gewissen tierischen Anteil und dann als Gel, ja, könnte man machen, ne? Könnte mir ja einfach mal in Kommentaren oder wo auch immer schreiben oder von mir aus auch hier. Wobei hier kriege ich das unter Umständen nicht so mit oder das ist nicht dauerhaft, ne, dass ich das eventuell vergessen könnte. Ne. Aber besser ist dann in Kommentaren beziehungsweise eventuell sogar bei Discord oder per Mail, dass man mich da ein bisschen in die richtige Richtung schubst. Hey, der Dieter ist auch noch da. Wie war hier ein Ausfall? Hatten wir einen Ausfall? Thomas, wäre Agar-Agar nicht eine gute Alternative als Geliermittel? Ist Agar-Agar nicht sogar Johannesbrotkernmehl? Was war denn da? Irgendwas war mit Agar-Agar.
Irgendwas war damit. Was also auch als anderer, als mit dem anderen Namen gut bekannt ist. Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich nochmal mich schlau machen. Neun Dislikes zu 90 Likes. Also, Leute, da müssen noch ein paar Likes kommen. Das geht ja so nicht. Danny, wäre es möglich, dass du die Vorstellung noch in ein extra Video machst? Ja, ich werde auf jeden Fall, werde ich hier das als Livestream-Auszug nochmal präsentieren, ganz klar. Kann aber sein, dass es noch ein bisschen dauert, ja, dass das hier nicht jetzt kurzfristig passiert. Agrius, achso, diesmal bestimmt bis zu 15%. Björn, da ich ja gerade alles zum Beckenstart vorbereite, wie komme ich an dein Angebot von Anfang des Livestreams? Indem du mir eine Mail schickst, ja, mit deiner Anschrift und kurz dich als nochmal als Kanalmitglied outest, ja, und halt deine Anschrift und dann und nochmal kurze Info, dass du an dem Glow Power Additive interessiert bist, dass du das gerne hättest, dass du mein Angebot annehmen möchtest. Die Mailadresse müsste, ich weiß nicht, ob die unten in der Videobeschreibung steht. Ansonsten auf jeden Fall steht die auf der Kanalinfoseite. Ja, da ist meine Mailadresse auf jeden Fall zu finden. Da, genau, da ist der Shop. Thunderfork, Angie, ich habe auch Mitleid mit Fischen, plane zwei kleine Zichler, Gregani und habe von einer Freundin einige Entler bekommen, die vermehren sich super im L46-Becken. Die Regani sind Fischfresser. Ja, lecker. Lecker, lecker. Anishka, wir hatten kurz einen Neustart hier. Ja, ich hoffe, dass da nicht zu viel verloren gegangen ist. Balthasar, ich möchte mir Spirulina-Paste selbst machen. Was kann ich als Bindel? Achso, das hatten wir gerade. Frontosa will wieder alles haben. Patrick, ich glaube, ich esse dein Futter selber. Klingt super. Also es ist alles theoretisch essbar. Ja? Auch wenn... Habe ich das überhaupt drinstehen? Muss ich mal gucken. Muss ich noch aufpassen, dass da drin steht, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Ja, mein Mädchen. Meine blöde Frage, das Futter wurde aber schon mal getestet beziehungsweise vom Tierarzt Veterinäramt abgenommen. Nein, wurde es nicht. Aber die Rohstoffe schon. Rohstoffe, ja. Ja, also von daher keine Angst. Ja, ich verwende keine Rohstoffe, die ich selbst gebastelt habe. Ja, das sind also alles offizielle Rohstoffe, die alle schon getestet sind. Agrius, Balthasar, wie gesagt, Brennnesselblätter mit Spirulina-Pulver zum Beispiel einfach googeln, als Masse in Streifen auf Backpapier bei 65 Grad, circa 2 Stunden im Backofen unter super Futtersticks für Garnelen. Das ist okay. Mirsi, Futter wurde gerade auf deiner Homepage bestellt. Ja, supi, danke schön. Daniel, also die Zutaten für dein Futter sind top. Könnte man sich auch aufs Brot schmieren? Ja, theoretisch. Ne? Theoretisch schon. Aber darf ich dir natürlich so nicht empfehlen. Wo sind wir denn jetzt hier? Hört sich an wie ein mediterranes Gericht. Ja. Thunderfork. Ja, Hechtzichliden. Die kommen aber ins 1000 Liter Becken zu 11 Skalaren und 4 Maroni Buntbarschen. Gibt noch keine Reganis zurzeit. Aber Ende Oktober kommen wieder Fische aus Brasilien. Anushka. Meine Fische lieben das Futter. Ja, endlich jemand, der das auch bestätigen kann. Agrius, Joachim, Labrador. Nein, kein Labrador. Hat aber auch gar nichts mit einem Labrador zu tun. Die Mutter ist schon ein Mischling.
Ja, mit allem gemixt. Die sieht auch weniger noch aus als ein Labé. Die hat eine viel spitzere Schnauze. Der Vater war so nur so 40 Zentimeter hoch, so ein ganz kleiner schwarzer Feger. Und da hat sie das Labrador-Äußere her, weil ich meine, kleiner und aber es war kein Labrador, auch ein Mix. Und auf jeden Fall steckt da ein weißer Schäferhund mit drin, ja. Ein weißer Schäferhund, der hat nämlich überall auf dem Rücken die weiße Haare. Und nicht altersbedingt, sondern die hat sie früher schon gehabt, schon als Welpe. Ne? Die hat sie schon immer gehabt. Ne, mein Mädchen, du bist kein Labrador. Du bist überhaupt kein Labrador. Fällt sich auch nicht wie ein Labrador, außer dass sie so verfressen ist wie ein Labi. Ne, du alte Ziege. Eher Senf, ja. Fabi. Ein reinrassiger Senfhund. Puja, Puja, wo sind wir denn da? Ja. Ist dein Futter auch für größere Salmer und Apistogramma geeignet? Hätte Bedarf an Futter mit Insekten und dergleichen. Ja klar, also als Gel fertig gemacht, ne, dann ist das ja kompakt. Ne? Dann können die das richtig abbeißen, richtig abknabbern. Ne? Und als Pulver wäre es ein bisschen. Würde viel einfach im Sand verschwinden oder im Kies. Danny, das ist nachher im Kommentar. Nicht jetzt hier in der, bitte nicht in der, im Chat. Ja, der Chat bringt überhaupt nichts da. Darauf wirkt die Software nicht. Ja, also bitte nachher unten, nach dem Stream, unten ein Kommentar unter das Video. Und da muss das drin stehen. Jetzt nützt das nichts. Ja, Fabi hat den Begriff Senfhund schön erklärt. So, Angie, David, dein Futter Jochen sieht vielversprechend aus. Werde mir, wenn meine aktuelle Futtermasse zur Neige geht, was bestellen, aber will erstmal meine Vorräte aufbrauchen. Hab's als Favorit gespeichert. Ja, super. Kannst auch mit dem ganzen Shop machen, ja, du. Da wird also in nächster Zeit, immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, kommt was Neues raus. Zwischendurch muss ich irgendwie zusehen, dass ich das mit den Bildern hinkriege, dass da Bilder reinkommen. Aber. Dieter Agar Agar ist aus Algen. Stimmt. Stimmt. Genau. Aus Algen. Genau, das stimmt. Daniel Agar Agar wird aus den Zellwänden einiger Algenarten, vor allem Rotalgen, Gracillaria, Gelidiopsis, Gelidium hypnea und Spherococcus-Arten, hauptsächlich aus Ostasien hergestellt. Alles klar. Wag ich mal wieder auf dem falschen Boot. Björn, super, danke Joachim. Ist echt ein feiner Zug mit deinem Angebot. Ja. Na, ich meine, muss ja so ein bisschen die Werbetrommel rühren, ne? Simon ist da. Oh ja, kurze Nachfrage. Ist gelöster organischer Kohlenstoff, DOC, in Wasseraufbereitern sinnvoll oder rausgeschmissenes Geld und wie wirken diese Verbindungen? Ja, kommt auf die Verbindung halt an. Ne? DOC ist einfach nur ein Sammelbegriff für alle im Wasser gelösten organischen Kohlenstoffe oder Kohlenwasserstoffe. Und egal was es ist, das kann auch ein Lösungsmittel sein, theoretisch. Ne? Also dieser Begriff gibt nicht an, was es ist. Ja. Auch zum Beispiel Huminstoffe sind auch DOC. Ja. Deswegen, also wie gesagt, es ist natürlich, also unbestritten, dass Huminstoffe zum Beispiel sinnvoll sind. Ja. Und ich sage mal auch die Zuckerlösung, das ist auch DOC, wenn es im Wasser ist. Ne. Und auch das ist natürlich sinnvoll. Ja, aber ich sage mal, viele andere Dinge sind, ich sag mal, unter Umständen sogar schädlich, ja, also Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel,
und irgendwelche anderen Stoffe sind also unter Umständen direkt schädlich. Ja, also so pauschal kann man das nicht sagen. Ja, auch hier zum Beispiel Chelatoren, ja, zum Beispiel wenn du Eisen düngst, der Chelator, das ist auch ein DOC, ja, also auch ein gelöster organischer Kohlenstoff. Ja, und entsprechend ja, alles, was Kohlenstoff enthält und im Wasser gelöst ist, gehört, also fällt unter DOC. Thomas ist auch da. Moreno Filoni. Hallo Joachim, danke für deine super Videos und Tipps. Was denkst du über Flüssighuminstoffe, die man ins Aquarium dazufügen kann? Sind diese sinnvoll? Ich denke schon. Ja, auch von mir wird irgendwann demnächst auch flüssige Huminstoffe kommen. Ich habe also schon welche zu Hause stehen, aus dem Humanbereich. Ja, also nicht irgendwelche, was weiß ich da, sondern aus dem Humanbereich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie weit die überhaupt fürs Aquarium tauglich sind. Ja, und kosten auch molto expensivo, also viel mehr als die anderen. Aber mal gucken. Also sinnvoll ist es auf jeden Fall. Ne? Thunderfork, Angie, Glaser verkauft nicht an Privat. Gibt einen Laden in Bergisch Gladbach, da hatte ich schon mal welche. Eher ein Versandhandel in Tschechien hat welche. Okay. Weiß jetzt nicht, worum es geht, aber ist ja auch egal. David, ja, Mann, meine ich doch, dass ich den Shop in die Fabriken gesetzt habe. Ja, supi, David, alles klar, freut mich. Daniel, ja, Bilder müssen rein im Shop, das Auge kauft ja mit, genau. Das ist auf jeden Fall wahr. Aber wie gesagt, ich muss die erst hochladen, um sie dann in den Shop einzubauen. Also ein bisschen schwieriger. Also früher, ich habe ja mit der gleichen Warenwirtschaft früher auch schon gearbeitet und da konnte ich die Bilder also direkt aus dem Rechner in die Warenwirtschaft einpflegen, also in den Artikel selbst und dann wurden die dann mit dem nächsten Upload hochgeladen. Ja, das ist jetzt leider Gottes anders, weil ich die Bavi auf dem separaten Server habe. Patrick, Frage, sollte der Bodengrund im Meerwasser wie im Süßwasser 5 bis 6 cm haben, reicht das? Ja, im Grunde schon, natürlich. Ja, aber es ist halt auch wie im Süßwasser. Bodengrund ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Bodengrund. Ja, also zu viel gibt es nicht. Gibt nur zu wenig. Angie, Frage, wie reinige ich Sand und Einrichtungen, wenn ich ein CU-haltiges Medikament im Becken eingesetzt hatte? Aktivkohle geht nicht, da nur kleiner Luftheber. Also du willst den Bodengrund reinigen während im laufenden Betrieb. Schwierig. Eigentlich nicht möglich. Du kannst höchstens versuchen, den mehrmals hintereinander mit ein bisschen Abstand richtig intensivst mit einer Mullglocke zu bearbeiten. Ja, dass also quasi dieses kupferhaltige, also diese kupferhaltigen Teile unter Umständen rausgespült werden. Ja, was anderes kannst du im Grunde nicht machen. Du kannst natürlich auch zusätzlich, um deine Tiere zu schützen, kannst du natürlich versuchen, die mit Wasseraufbereitern, ja, also diese Standard Wasseraufbereiter, quasi das Kupfer zu binden, ja, dass es also zumindest vorübergehend unschädlich sein sollte. Ja, und dann trotzdem nach einer gewissen Zeit immer wieder mal den Bodengrund gründlich durch mulmen, ja, also saugen, ne, absaugen, ne, um dann die sich immer wieder aus dem Bodengrund rauslösenden Kupferanteile auch auszuholen. Ne? Ja, also was anderes kannst du da eigentlich nicht machen, denke ich. Ne? Und dann das im Wasser gelöste, also auch an die Chelatoren gebundene Kupfer, kannst du letztendlich auch nur mit reichlich Wasserwechsel rausholen. Ne? Also da ist natürlich echt zu überlegen, ob man nicht lieber
bevor man so ein Mittel im Aquarium verwendet, ob man dann nicht lieber doch ein Quarantänebecken aufbaut. Ne? Ja, das ist immer so eine Sache. Agrius, meine Meinung, besser aus Seemandelbaumblättern oder Seemandelbaumrinde und halt aus Wurzelholz für das Aquarium extra Huminstoffe dazugeben, ist nicht so meine Sache. Muss ja auch nicht. Ist ja nicht keine Pflicht, ne? Ein super Sticker vom Chris. Vielen Dank. Ja, das freut mich. Ja, supi. Chris, wo sind die 100 rein im Daumen? Ja, das. Doch, 100 haben wir. 100 haben wir. Aha, juhu. Die haben wir. Thunderfolk, Angie, Glaser ist nur Großhandel. Ich möchte Fische, die ich kaufe, auch gerne sehen. Sonst hätte ich in Tschechien bestellt. Ja, Glaser ist nicht nur ein normaler Großhandel, sondern Glaser verkauft nur an den Großhandel. Ja, das ist der Großhandel des Großhandels. Ne? Also der verkauft noch nicht mal an normale Händler. Ne? Also der verkauft ausschließlich an den Großhandel. Zumindest nach seinen eigenen Angaben. Wie weit er sich dran hält, keine Ahnung. Agrius, meine Meinung besser aus. Ach so, das hatten wir. Agrius, aber wenn man wenig Platz hat, kleines Becken, kann das wieder sinnvoll sein. Okay. Simon, meine Zwergfadenfische und Neonsalmer fressen die Wasserflöhe nicht. Woran kann das liegen? Gefrorene oder lebende? Das ist jetzt die Frage. Wenn das Gefrorene sind, kann das einfach minderwertige Ware sein. Ja? Dass die also nichts taugt. Ja, das ist möglich. Vielleicht schon überlagerte Ware oder schon mal angetaute Ware, die dann unter Umständen sogar in schon Fäulnis angesetzt hatte, also Fäulnisprozesse. Ja, und dann kann das also durchaus sein, dass sie da nicht rangehen. Ja, auch nicht jeder Fisch frisst alles. Ja. Okay, also Fadenfische und Neon nicht rangehen. Na ja gut, dann scheint also wirklich was mit Futter nicht in Ordnung zu sein. So sehe ich das. Daniel, Bestellung ist raus. Joachim, ja, freut mich, Dankeschön. Dieter, meine auch. Mein Gott, ihr verwöhnt mich ja heute wieder. Angie, danke für die Antwort. Ja, auf die Idee mit dem Quarantänebecken kam ich leider erst, als ich das Mittel schon drin hatte. Da war ich echt doof. Ja, kann passieren, mein Gott. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Aber okay, fürs Becken, klar ist das schlimm. Ne? Kupfer, gerade wenn man auch niedere Tiere drin hat, ja. Und wenn es nur Schnecken sind, kann das fatal sein. Ne? Das ist natürlich doof. Aber ist passiert. Ne? Kann man nicht mehr ändern. So, liebe Leute, wir sind durch. Wir haben 20 nach 10. Habt ihr noch Fragen? Jetzt kriegt ihr mich mal wieder zu Gesicht. Ja, ich sag mal, die Gorgonie haben wir jetzt lange genug gesehen. So. Scheiße. Echt geil. Das ist ja wirklich geil. Auch die beim Transport auf abgegangenen Zoanthus, die hier so im Becken rumtreiben. Aktuell noch. Muss mal gucken, wie ich die unterbringe, dass sie sich irgendwo festmachen können. Aber selbst die gehen in der Schwebe, also während sie hier auf dem Boden rumliegen oder durchs Becken rollen und die gehen gar nicht mehr zu. Die bleiben offen. Echt irre. Echt super. Der Hammer. Also ich bin ganz erstaunt. Ach so, was ich noch gar nicht. Ich habe heute die Jungs und Mädels ja noch gar nicht gefüttert. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. So. Ja, das habe ich jetzt vorhin nicht gezeigt, weil das ist im Prinzip die große Packung, ja, diese Nachfüllpackung von dem Futter.
Ja, da ist dann natürlich auch so ein Zettelchen drauf, so ein kleiner Aufkleber. Ja, also das ist die große Packung, 250 Gramm von dem Premium Basic Gel. Ne? So, das habe ich vorhin vergessen. So. Simon, ich habe heute ein paar Algen auf den Blättern gefunden. Kleine Fäden, die Wasserwerte sind pH 7,2, GH 7, KH 10, NO 13. Das Becken wird 10 Stunden beleuchtet. Ja, wobei die Algen haben natürlich auch mit der Beleuchtung zu tun. Aber letztendlich kommen die Algen dann, wenn irgendwo im System ein Ungleichgewicht ist. Ja, das kann ein biologisches Ungleichgewicht sein, das kann ein Nährstoffungleichgewicht sein. Ja, oder ein, dass die Nährstoffe nicht zur Beleuchtung passen. Ja, ja, also in der Regel, dass irgendein Nährstoff im Mangel ist. Ja, das kann also, Nährstoffmangel kann auch Licht zu wenig sein. Ja, ja, weil letztendlich auch Licht ist quasi, ja, neben CO2 oder CO2 ist eigentlich der Hauptnährstoff. Ja, wenn zu wenig CO2 da ist, ja, aber viel Licht, dann können die Pflanzen damit nichts anfangen. Das heißt, die werden kümmern und das nutzen natürlich sofort die Algen aus und kommen und machen sich breit. Ja, und entsprechend ist es mit anderen Nährstoffen auch, ja, zu wenig Phosphor. Obwohl Phosphat zu wenig im Becken, das ist also äußerst selten. Aber ich sag mal, Kalium, Stickstoff. Also die Mangelsituation kann es also durchaus geben. Natürlich auch Spurenelemente Mangel. Ja, und der Stoff, der im Mangel ist, der begrenzt das Pflanzenwachstum. Aber dadurch, dass die Algen wieder niedere Pflanzen sind, die also viel weniger anspruchsvoll sind, Ausnahmen natürlich gibt es auch, greifen die Algen dann sofort ein. Ja, die können also auch unter Bedingungen wachsen, wo Pflanzen nicht wachsen können. Ja. Und das ist der Grund, warum es dann plötzlich Algenprobleme gibt. Und ja, wie gesagt, kann mit der Beleuchtung zusammenhängen, kann mit CO2 zusammenhängen, kann mit dem biologischen Ungleichgewicht zusammenhängen. Ja, deswegen zum Beispiel häufig während der ersten 3 Monate des Beckens, also das ist die Einfahrzeit, ja, die Einfahrzeit begrenzt sich nicht auf den Nitritpeak, sondern die Einfahrzeit ist quasi die Zeit, die die Beckenbiologie braucht, um einigermaßen einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Ja, und da zählt alles zu. Und innerhalb dieser 3 Monate gibt es halt sehr häufig also auch eine Algenphase, die je nach Becken mehr oder weniger stark ausfällt. Ja, also es muss keine großartige Algenphase auftreten, aber die Chance ist halt groß in den ersten 3 Monaten. Ja, und üblicherweise, wenn alles sonst im Becken in Ordnung ist, sind die Algen also eigentlich auch nach 3 Monaten in der Regel wieder verschwunden. Ja, also da solltest du mal ansetzen und im Zweifel kürzt du erst einfach mal die Beleuchtungszeit. Ja, gehst auf 8 Stunden zurück oder auf 6 Stunden zurück und misste mal deine Nährstoffe im Aquarium. Ja. So, wo waren wir denn? Patrick, ich muss jetzt schlafen. Vielen lieben Dank für deine Antworten, Joachim. Dir und allen anderen ein schönes Wochenende. Gruß, Patrick. Ja, wünsche ich dir auch. Schön, dass du da warst, Patrick. Simon, PS, die Wasserflöhe waren lebend, haben sich auch viel herumbewegt. Ja, das ist dann schon eine andere Situation. Ja, dann haben sie einfach keinen Bock auf die. Ja, Wasserflöhe gelten ja eigentlich so als die Diätkost sozusagen. Ja, also die sind nicht besonders gehaltvoll, haben einen hohen Anteil an Chitin, also an nicht verdaulichen Anteilen. Und der Anteil der verdaulichen Anteile ist relativ gering. Ja, und deswegen kann sein, dass vielleicht sagen,
Da ist nichts dran. Kannst du behalten, kannst selber essen. Ne? Chris, Glaser verkauft über einen kleinen Umweg auch an den Endkunden. Die Qualität ist gut, sind von mir 10 Kilometer weg, wie auch Aquarium Dietzenbach. Ja, Dietzenbach, da war ich schon ein paar Mal. Arne, gute Nacht an alle. Bis Mittwochnacht. Ja, Arne, freut mich, dass du da warst und hat Spaß gemacht. David, Fragen reichlich, aber nicht zum Thema Aquaristik passend. Hast du? Ja, dann stellst halt andere Fragen. Wer weiß, vielleicht interessiert das auch andere. Agreus, NO3, 10 und NO2 und pH 4? Was? Wer hat pH 4? pH 4. Das hört sich schon Richtung Säuresturz an. Da wäre ich sehr vorsichtig. Hört sich nicht gut an. David, gibt es einen Futterautomaten für Lebendfutter? Ja, der hat zwei Beine. Sonst wüsste ich keinen. Chris, Glaser hat halt viele Raritäten, die du teilweise nur dort bekommst. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Ach, Josef David nennt sich Ehefrau. Ja, oder der. Aber auf jeden Fall zwei Beine. Platti-Dame, Dankeschön. Ein schönes Wochenende noch an alle. Ja, schön, dass du auch da warst. Agrius, kleiner Scherz. Kalle, als alter Hase mache ich Aquaristik. Ist für mich dein Kanal trotzdem immer wieder mega spannend. Ich pflege Diskus, Kois und bin begeisterter Meerwasser-Aquarier. Also komplett fischbekloppt. Ja. Ja, stimmt. Ja, quasi so wie ich. Ne? Muss sein. Das freut mich. Thunderfolk, David, es gibt einen Futterautomaten im Lebenfutter, der hat zwei Beine. Daniel, Ed Angie, du kannst erstmal einen Wasseraufbereiter verwenden oder einfach ein kleines Säckchen Aktivkohle ins Aquarium hängen. Das dauert dann etwas länger mit Rausfiltern als mit einem Filter. Ja, schwierig. Aktivkohle tut sich, glaube ich, ein bisschen schwer mit Kupfer. Ja, ich glaube nicht, dass du mit Aktivkohle wirklich Kupfer rausholen kannst. Kann ich mir nicht vorstellen. Björn, wie oft testest du deine Wasserwerte, Joachim? Oder ist das Wasserwerte messen wie zum Arzt gehen? Wer sucht, der findet. Nee. Ich sag mal, ich behaupte, dass ich mit meinen 3,5 Jahren Aquaristikerfahrung, ja, ich meine, es ist natürlich jetzt ein Scherz, einen Blick fürs Aquarium habe. Ja, ich messe also relativ selten. Ja, wenn ich merke, oh Moment, da ist irgendwo der Wurm drin, dann messe ich. Wenn nicht, wenn alles glatt läuft, wenn alles super funktioniert, gehe ich davon aus, das Becken läuft und ist alles in Ordnung. Ja, dann schenke ich mir das einfach. Aber das ist halt eine Sache, eine Erfahrungssache, ne? Angie, ach man, ich möchte auch von dem Futter, aber ich habe im letzten halben Jahr 3-mal Berger an Futter erhalten, gewonnen. Dafür drehe ich noch die nächsten 2 Jahre. Hauptsache, du hast das Eisfach gelegt. Oh ja, vielen Dank für deine Antworten und deine Tipps, Joachim. Gutes Nächtle an alle. Ja, schön, dass du da warst. Das ist klasse. Angie, Daniel, ja, den Wasseraufbereiter habe ich schon drin. Boden ist gut gemulmt. Da ist das mit der Aktivkohle, werde ich noch probieren. Ja, versuch's, aber weiß ich nicht, ob es wirklich funktioniert. Dieter ist auch weg. Gute Nacht, Dieter. Simon, gute Nacht an alle und danke für die hilfreiche Antwort. Joachim, Björn, vielen Dank für den informativen Samstagabend. Und der Ralf, dein Fischfutter will ich haben. Um es nochmal klar zu sagen, also es nützt nichts, wenn ihr hier im Chat will ich haben reinschreibt. Ja? Bitte denkt dran, unter dem Stream, wenn wir beendet haben, erst dann kann man Kommentare schreiben. Und erst dann zählt das, ja, also nur in den Kommentaren. Ja, nochmal kurz die Bedingungen. Kanal abonnieren. Was war noch? Achso, liken. Video, liken. Kommentar schreiben, im Kommentar will ich haben. Ja,
will ich haben. War hoffentlich jetzt richtig. Ne? Und wie gesagt, alles nach dem Video. So, liebe Leute. Wir machen jetzt Schluss für heute. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben mal wieder 2,5 Stunden. Heute ging es mir auch ganz gut. Ich glaube, das hat man gemerkt. Und ja, nicht böse sein. Vielleicht hat es dem einen oder anderen nicht gefallen, dass ich heute Eigenwerbung gemacht habe. Aber das ist mir, ich sag mal, relativ schnurz. Ich muss hiervon leben. Und entsprechend werde ich auch weiterhin meine Erfahrung und mein Wissen einsetzen, um irgendwo Lücken, die ich erkenne in der Aquaristik, schamlos ausnutzen und entsprechend eventuell auch passende Produkte dafür produzieren bzw. entwickeln und die auch dann entsprechend anbieten. Ja? Und also andere machen da, ich sag mal, viel intensiver Werbung als ich und ich halte das noch für sehr recht moderat und ich denke mal, das sollte mir auch zugestanden werden. So, also ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, einen schönen Samstagabend noch, gutes Nächtle und ich danke allen meinen Community-Mitgliedern, meinen Kanalmitgliedern, meinen neuen Kanalmitgliedern, meinen Sponsoren, ja, die also, beziehungsweise nicht Sponsoren, sondern meinen Supportern, die gespendet haben und allen, die mir wohlgesonnen sind. Ja, meine, die Hater, die können mich mal. Auf jeden Fall, macht bitte nichts, was ich nicht auch täte und ich sag mal, gut's Nächtle. Und tschüss.